Ja, huhu und herzlich willkommen hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Vampire the Masquerade V5. Ein Pen-and-Paper-Rollenspiel aus dem Hause White Wolf, glaube ich. Ja, heute mit dabei, damit ich nicht alleine spielen muss, der Rerion als Ronin. Hey. Ja. Und der Araiguma als Aisea. Hallo zusammen. Und der Kako als Bruce. Nabend. Und die Feramin spielt Samantha. Hallo. Ja, kurzer Disclaimer vorneweg. Wir spielen ein Spiel, das in der World of Darkness spielt. Ein düsteres Setting. Es könnten Themen heute vorkommen, die für leichte Gemüter sind. Wie schnell sowas gehen kann, dass einem das irgendwie emotional mitnimmt, haben wir beim letzten Knicken der Nachtstream gesehen. Falls euch irgendwas nicht passt oder nicht gefällt oder euch irgendwas triggert, schaltet doch einfach ab und guckt was anderes. Nehmt euch keiner krumm und ihr könnt später wieder reinschauen oder so. Genau, gibt genug andere Sachen. Und wir befinden uns in der Stadt ohne Namen, ihres Zeichens irgendwo an der Grenze zu Mexiko im schönen Bundesstaat Texas in den USA gelegen. Heute leider Lilio als Dr. Angela nicht dabei, weil sie ein paar persönliche andere Termine hat. Und dafür spielt heute Rerion wieder als Gastspieler den Tremere Ronin. Und alle Vampire sind relativ neu, also inzwischen auch gar nicht mehr so neu in der Stadt, haben die Eigenheiten der Stadt schon erkundet, wenn auch noch nicht ganz verstanden, denn es gilt, diese Stadt hat nicht umsonst keinen Namen, das scheint irgendwie niemanden in der Stadt zu jucken. Die Vampire in der Stadt können anscheinend die Stadt nicht verlassen, bis auf wenige Ausnahmen. So hat Samantha Sire irgendwann wohl mal die Stadt verlassen können. Allerdings damit mit einem anscheinend einen schweren Preis bezahlt. Genauso gut wie ein merkwürdiger ausländischer rumänischer Vampir namens Pnava, der behauptet, er würde ständig rein und raus laufen aus der Stadt. Was mit dem ist, ist irgendwie schwer zu durchschauen. Bruce ist seines Zeichens als Gangrel-Vampir von seiner Sire relativ frisch in die Vampirgesellschaft hineingeholt worden und kann mit der ganzen Camarilla-Sache und so in der Stadt noch nicht so richtig was anfangen, ist da so ziemlich aber auch allein auf weiter Flur in dieser illustren Gruppe hier, denn die anderen versuchen sich schon so halbwegs an den Camarilla-Statuten irgendwie festzuhalten. Besonders Aisea hat einen Auftrag von seiner Sire bekommen, die Camarilla-Strukturen in dieser kleinen Stadt doch mal auf Vordermann zu bringen, denn hier scheint einiges durcheinander zu sein. Es gibt momentan keinen Prinzen und auch sonst liegt in der Luft, dass irgendwie die Vampire der Stadt mit der zweiten Inquisition zusammenzuarbeiten scheinen. Das kann natürlich nicht angehen. Da muss ein guter Ventru, wie Aisea es nun mal ist, was unternehmen. Und regulierend eingreifen. Regulierend eingreifen, das ist eine gute Formulierung, ja. Samantha ist mit ihrem Klüngel, ihrem Sire und zwei anderen Vampiren in die Stadt gekommen. Die beiden anderen kann sie nicht so besonders gut leiden, ihren Sire hat schon so halbwegs. Der hat allerdings ein paar Gedächtnisprobleme. Und sie selber ist auch noch nicht so ganz überzeugt von dieser ganzen Camarilla-Sache. Ist ja auch noch relativ neu Vampir. Und eigentlich haben sie sich alle zusammen vorgenommen, die Camarilla-Strukturen von innen heraus irgendwie zu erneuern und zu verbessern. Und haben sich erstmal ein Standing in der Stadt erarbeitet und haben zumindest alle bis auf Bruce das Bleiberecht in der Stadt irgendwie erreichen können und auch einen Wohnkomplex irgendwie zugesprochen bekommen. Zumindest der Klüngel um Samantha. Aisea hat eine neue Wohnung direkt gegenüber bezogen. Bruce ist immer noch illegal in der Stadt.
Hat allerdings auch eine, ja, ein schönes Apartment sich erkauft mit dem Geld von Pranava. Ronan hat ebenfalls ein eigenes Apartment und eine eigene Detektei und ist so ein bisschen ja, separat unterwegs, auch schon länger in der Stadt. Hier gestrandet durch einen mysteriösen Busunfall und seitdem als Detektiv auch in der Stadt tätig. Und ja, beim letzten Mal ja, haben sich die Vampire so ein bisschen auf die faule Haut gelegt, haben ihr neues Zuhause ein bisschen auf Vordermann gebracht, sind dann ein bisschen ausgegangen in die Stammkneipe von Bruce, haben dort allerlei Billard und Dart gespielt und sich unterhalten und ein bisschen gestärkt. Und ja, Bruce, als er wieder nach Hause kam, ja, hat einen anderen Vampir vorgefunden, der mit seiner Sire irgendwie herumschäkert. Zumindest sich unterhält mit ihr. Und der ist aber auch kein Unbekannter, denn es ist ein Brucher in der Stadt namens Adam, der seines Zeichens Sire von Dr. Angela ist. Und der so ein bisschen versucht, die Camarilla irgendwie zu piesacken und ja, und Chaos zu stiften. Ja, die Gruppe hat mit ihm schon interagiert. Isaiah hat ihm seines Platzes verwiesen, seinen Platz gewiesen und ihn verwiesen, dank Mind Games. Und ja, dieser Brucher ist aber nun unterwegs und scheint sich irgendwie eine parallele Anarchenstruktur in dieser Stadt aufzubauen, um gegen die Camarilla vorzugehen, und versucht Bruce's Sire dafür zu gewinnen, die eigentlich, so wie es im Gespräch irgendwie herausgefunden wurde, Feuer und Flamme für diese Idee zu sein scheint. Ja, währenddessen haben sich die anderen Vampire zurückgezogen, Isaiah in seinen Apartment-Komplex, die anderen in ihr großes Wohngebäude. Und Samantha konnte nicht vernünftig einschlafen, was selten ist für Vampire, während dem Tag, und ist ein bisschen durch die Wohnung gestromert und hat Geräusche von draußen wahrgenommen, denn sie haben so einen Wohnkomplex, der nach außen hin viele Zimmer hat, eigentlich ein verlassenes Gebäude ist und innen drin ein Rondell hat, ohne Fenster nach außen, das so ein bisschen abgeschirmt ist durch die äußeren Räumlichkeiten. Ein ehemaliges Bürogebäude. Und da hat sie Geräusche gehört. Und das Schlimme an der Sache ist auch Bohrgeräusche. Und Stimmen und Schritte auf den Flur. Und ja, hat die Vampire Dr. Angela und John, die in den angrenzenden Zimmern, wo die Geräusche herkamen, geschlafen haben, irgendwie in den mittleren Raum hineingezogen, und ja, dann hört man auch schon den Bohrer von draußen. Da haben wir das letzte Mal geschlossen, als Samantha die beiden gerettet hat. Ja. Für Ronan können wir noch ein bisschen was, ja, Ronan hat sich schlau gemacht, wie es um die Stadt steht, hat sich, wenn ihr die Kurzgeschichte gehört habt, ein bisschen mit Jelly unterhalten, einem Thin Blood in der Stadt, und hat eigene Pläne geschmiedet und hat vor allen Dingen seinem Primogen in der Stadt auch berichtet über den Klüngel um Samantha und auch berichtet über Isaiah und Bruce, beziehungsweise nicht berichtet über das, was die so alles machen. Er hat so ein bisschen, ja, das eine erzählt, das andere nicht, so wie man das halt als Vampir macht. Das letzte Aufeinandertreffen zwischen dem Klüngel und Ronan lief so semi-gut. Einige vom Klüngel konnten ihn ganz gut leiden und wollten ihn noch irgendwie ganz gut willkommen heißen, während Isaiah sich da etwas in die Nesseln gesetzt hat. Aber naja, kann ja nicht alles haben. Ja, aber wir starten wieder im Bürogebäude. Wir haben es gerade frühen Morgen. Und die Sonne ist draußen aufgegangen und die Bohrgeräusche, die Samantha hört, nehmen nicht ab, als sie die beiden, ja, wie Totenkörper in dem mittleren Raum auf den Boden ablegt.
Ja, leider. Wenn ich das gewusst hätte, dass die in der Tür rumbohren, dann hätte ich die zwei schön in ihren Schlafzimmern gelassen. Ich würde schnell Decken, also die Bettdecken schnappen und über die zwei drüber schmeißen, dass die, wenn jemand die Tür aufmacht, ein bisschen Schutz vor der Sonne haben. Ja, momentan kommt da, also momentan hörst du halt Geräusche, Leute unterhalten sich irgendwie draußen, man hört so ein bisschen Gemurmel, was durch die Wände abgedämpft wird und halt von etwas weiter weg irgendwie und man fühlt es auch irgendwie so in der, ja, in so eine Schlagbohrmaschine. Von den Stimmen her, wie viele Leute sind das denn? Schwer zu sagen, da das ja durch die Wände irgendwie abgedämpft ist, Ich habe mindestens. ja meine Sinne erhöht. Du hast deine Sinne erhöht, dann würdest du davon ausgehen, dass es mindestens drei sind. Scheiße. Weil bei einem allein hätte ich ja gesagt, ich reiße die Tür auf, ziehe ihn rein und das war's dann für ihn. Aber drei sind ein bisschen viel. Dafür müsstest du ja auch erstmal raus. Ja, das, Und der der müsste Plan direkt vor wäre der Tür gewesen, stehen. genau. Der Plan wäre gewesen, Tür auf, schnappen, reinziehen, Tür zu. Die bohren aber an der Tür jetzt, die in den Gemeinschaftsraum führt, oder? Die bohren anscheinend an der Wand, die zu einem der beiden Zimmer führt, wo du die beiden rausgezogen hast. Okay. Der Und da hätte ich auch. Gemeinschaftsraum selber hat ja nur eine Verbindung nach zu außen, zum Außenbereich Okay. und der scheint alles ruhig zu sein gerade. Gut, weil es, ich hatte beim letzten Mal, hat sich das so angehört, als würden sie an der Tür bohren. Ich würde mal versuchen, ob ich irgendjemand wach bekomme. Andrew, den Dicken, Ja. John. Ja, wie machst du das denn? Rütteln, leicht ansprechen, mit Wasser übergießen. Schütteln. Schütteln, genau. Und ihnen einen klatschen. Mit vollem Körpereinsatz. Wem zuerst? Andrew. Gut, der schlägt die Augen auf. Man sieht ihm die, ja, die Müdigkeit, sage ich mal, immer noch an. Wohl Probleme, sein Tier zu motivieren, während dem Tag aufzustehen. Was ist Andrew, wir haben los? ein Problem. Irgendwer bohrt hier in der Wand. Ja, er ist irgendwie schlagartig etwas wacher, setzt sich auf. Entweder bei John oder bei Angela. Ich habe die beiden schon ins Wohnzimmer geschafft. Es hört sich an, als wären da mindestens drei Leute. Verdammt. Der richtet sich auf, setzt sich hin, zieht sich kurz was über. Wir müssen sie hier reinlocken oder hoffen, dass sie nicht durch die Wand brechen. Wie willst du sie hier reinlocken? Und wir sind nur zwei gegen mindestens drei. Aber es sind nur Menschen. Glaubst du, wir können das schaffen? Weg die anderen. Okay, ich werde es versuchen. Gehst dann zu den anderen hin, rüttelst die auch noch wach. Es braucht immer eine Weile, bis man so einen Vampir wach kriegt. Angela scheint einen tiefen Schlaf zu haben und rührt sich nicht. Aber die anderen erwachen aus ihrem untoten Dasein und aus ihrem Totenstarre. Und als wenn du die Situation beschreibst, sind sie auch dann relativ schnell wach. Auch wenn man merkt, dass der Tag wohl an den Kräften zu zehren scheint. Das merkst du auch selber. Die Kraft, die in euch ruht und die euch zum euer Metabolismus zum Laufen bringt, ist es einfach nicht gewohnt, am Tag zu agieren. Und wie willst du sie jetzt hier reinlocken? Erstmal Draußen scheint schon die Sonne.
Angela erstmal in den Spat vielleicht. Alles klar, mache ich. Damit sie aus dem Weg ist. Dann stelle ich Angela ins Bad. Und nehme die Decke mit und werfe die sicherheitshalber über sie wieder drüber. Wir halten uns keine Ahnung, was passiert. Wir halten uns im Türschatten, rufen und dann sollten sie hereinkommen können. Durch die Eingangstür vom Gemeinschaftsraum. Ja. Die muss ich erst wieder aufschließen. Dann schließe ich die Tür auf und stelle mich hinter den Dicken und hinter John. Presst euch an die Wand und wartet eine ganze Zeit lang. Die Bohrgeräusche nicht auf sind irgendwie, scheinen die dieser Tür aber keinen Aufmerksamkeit zu schenken. Ihr hört zwischendurch, wie Leute hin und her laufen vor der Tür, aber irgendwie scheinen die kein Interesse an der Tür zu haben. Und jetzt sollen wir die Tür einfach einen Spalt aufmachen? Zu gefährlich. Hier hinter der Tür haben wir wenigstens keine direkte Sonneneinstrahlung. Ja, wir können sie auch vom Türschatten aus aufmachen. Aber irgendwie müssen wir sie hierher bringen. Gut. Der Dicke greift mit seinen großen, prankigen Hand nach dem Türgriff und zieht die Tür einen Deu weit auf und ein Sonnenstrahl erschießt sich in den Raum. Und auch wenn ihr im Schatten hinter der Tür steht, es tut ein Kribbeln auf der Haut zumindest zu spüren. Und schon zieht er die Tür wieder ein Deu weit zurück und schlägt die Tür dann mit einem lauten Knall so zu. Das müssen Sie gehört haben. Wenn das nichts hilft, dann machst du die Tür nochmal auf und ich rufe. Mach. Zieht die Tür wieder auf. Hilfe! Hier bin ich, hallo! Das Bohren hört auf. Hört so ein leises Gemurmel und dann so Schritte vor der Tür. Können Sie mich hören? Hallo? Ich bin hier. Hallo? Wer ist denn da? Hier sind so komische Typen, die halten mich hier gefangen. Murmel, murmel. Hier hinter der Tür. Genau. Die Tür öffnet sich so von außen so ganz langsam. Und wieder kommt dieses das Sonnenlicht wieder rein. Und ihr seht den ersten in so einem Bauarbeiterkluft mit so einem Helm auf. Irgendwie steckt so den Kopf so rein. Sieht so irgendwie das Innere, was ihr ja ziemlich gut dekoriert habt oder richtig wohnlich gemacht habt. Verzieht so kurz irgendwie so, hä? Hallo? Jemand hier? Sie müssen noch ein bisschen weiterkommen. Die haben mich hier hinter der Tür gefesselt. Ja, er scheint irgendwie von hinten so einen kleinen Schubs zu kriegen. Und, ja. Los, Eric, nach vorn, los! Will auch mal gucken. Und schon stehen zwei ausgewachsene Prachtexemplare von texanischen Bauarbeitern im Lichtschein des Zimmers. Und mit einer schnellen Bewegung macht der Dicke die Tür hinter denen wieder zu, als sie eingetreten sind. Und es ist wieder dunkel im Raum. Stockfinster. Für die beiden ist erstmal total auch gut. Was? Und ja, möchtest du auch was machen oder möchtest du dich einfach nur an der Wand halten? Ich glaube, ich würde mir diesen guten Eric, der war der Erste, ich glaube, ich würde mir den einfach schnappen und beißen. Na dann, Strength and Brawl. Ja, ich bin hier so richtig gut drin.
Ein Erfolg, nein. Ja. Prachtexemplar eines Bauarbeiters. Ja, die kleine drahtige Samantha, ja, kannst ja mal gucken, wie das aussieht, beschreibt und zuschauen doch mal, wie das, wie du diesen riesenmassiven, breitschultrigen Kerl mit seinem Baustellenhelm herniederringst. Naja, hat ja überhaupt nicht damit gerechnet. Von daher würde ich wahrscheinlich ihn einfach mit der rechten Hand am Handgelenk packen, zu mir herziehen und dabei mit der linken Hand den Helm runterhauen und ihm dann einfach in den Hals beißen. Wie gesagt, stockdunkel, er hat nicht damit gerechnet. Ja. Neben dir hörst du auch so ein schmatzendes Geräusch und ein und dann ist es schlagartig wieder still im Raum irgendwann. Man hört nur noch so. Und von draußen ein. Alles in Ordnung da drin! Ich wäre jetzt dafür, mal still zu sein, weil normalerweise funktioniert das, dass die danach kommen. Die Tür geht kurze Zeit später wieder so einen Spalt weit auf. Und es geht so eine Hand kommt irgendwie rein und will die Tür so weg aufdrücken. Und ja, man hört noch kurz so kleine so Schleifgeräusche, die die beiden leblosen Körper nach hinten ziehen. Und schon erscheint zwischen der Tür und dem Türrahmen wieder so ein Bauarbeiterhelmkopf. Hallo? Und in dem Moment wuchtet sich der Dicke mit voller Kraft gegen die Tür von innen. Und es macht einmal. Sie hätte nicht da rumbohren sollen. Und dann ist es still. Verdammt. Meint ihr, Veronica wusste, dass in diesem Gebäude irgendwelche Umbauarbeiten, Abrissmaßnahmen, sonstiges stattfinden sollte? Weiß nicht. Sie hat uns das raus immerhin zugewiesen. Ja, das ist die Frage, ob das ein hier. Zufall war oder ob das von ihr beabsichtigt war. Weiß ich nicht. Ist der Typ, der in die Tür eingequetscht wurde, war es das für ihn? Ja, der Dicke macht wieder auf und der fällt halt zu Boden. Man mit so einem Haken zieht er den halt um die Ecke rum. Macht die Tür wieder zu, damit kein Sonnenlicht mehr reinkommt. Das war's wohl, ja. Der hat den Hals so in einer ganz komischen, angewinkelten Position. So wie er nicht sein sollte. Verdammt. Das hätte nicht passieren dürfen. Da, wo die herkommen, kommen bestimmt auch noch mehr. Ja, spätestens, wenn die nicht zur Pause oder sonst was auftauchen. Hoffentlich waren das nur die drei da draußen. Wir können hier jetzt sowieso erstmal nicht weg. Das heißt, wir müssen den Tag wach bleiben und wachsam bleiben. Lass uns die anderen beiden fesseln und knebeln. Den einen brauchen wir nicht mehr fesseln und knebeln. Okay. Meint John. Aber den ich hatte, der lebt noch. Was willst du mit ihm machen? Sein Gedächtnis löschen und ihn irgendwo aussetzen. Ich werde ihn nicht töten. Schau mich nicht so an. Gut. Vielleicht schieben wir ihm die beiden Morde in die Schuhe. Finde ich zwar auch nicht perfekt, aber würde mir in Sorgen, die zwei heute Nacht irgendwo.
Ich kann ihm auch die Erinnerung einpflanzen, dass er das gewesen ist. Könnte man das als irgendeine Art Unfall, könnten wir einen Autounfall faken? Damit hatten wir schon mal schlechte Erfahrungen, würde ich sagen. Ich wollte gerade sagen, so schließt sich der Kreis. Aha. Auf jeden Fall darf er nicht aufwachen, bis die Sonne untergeht. Das sollte machbar sein. Dann kümmer du dich um ihn. Werde ich machen. Ich glaube, Angela hat hier noch irgendwo... Er hat doch schon ein paar Sachen besorgt. Ich glaube, irgendwas steht hier noch rum. Gut. Ja, dann müsst ihr wohl den ganzen Tag wachen und hoffen, dass keiner kommt. Aber es kommt auch anscheinend niemand mehr. Und ja, wie wollt ihr das jetzt genau machen abends? Wollt ihr dem Kerl das jetzt in die Schuhe schieben? Wenn ja, wo setzt er ihn aus? Und wie drapiert ihr das? Ja, ich bin eigentlich nicht dafür. Ich bin nicht wirklich dafür, ihm das in die Schuhe zu schieben. Weiß nicht, kann man ihm nicht einfach. Also ich würde vorschlagen, dass wir ihm irgendwie. Wir müssen die Leichen erklären. Gangkriminalität. Oder eben ein Arbeitsunfall. Schmeiße hier vom Dach. Dann schnüffeln hier die ganzen Bullen rum den ganzen Tag über. Dann merken sie woanders vom Dach. Oder wir verstecken sie einfach in der Wüste, wo man sie so schnell nicht findet. Ja, und dann müssen wir uns um die Firma kümmern. Dass die hier nicht noch mehr Leute hinschicken. Ja, Isaiah. Vielleicht kann uns da Isaiah helfen. Ja, Isaiah wacht auf am nächsten. Kannst einmal den Rouse-Check machen? Jawohl. Zum Aufwachen. Klick, klack. Schafft. Kein Ding. Ja. Easy. Ja. Ja, du erwachst in deinem Apartment. Wahrscheinlich. Was steht an? Was steht an? Ansteht, sich mit John zu treffen und Sabra Ortiz zu besuchen. Mhm. Ihres Zeichens unsere Primogenin in dieser Stadt, die sich da bisher meiner Meinung nach, nicht mit Ruhm bekleckert hat. Mhm. Und deshalb werde ich einfach mal nach gegenüber gehen. Ich meine, es ist ja jetzt wahrscheinlich so gerade Nacht. Ja, klar. Du trittst auf die, also erstmal vielleicht irgendwie in dieses Zwischentreppenhaus, was in deinem Apartment ja war. Du kannst dann von dort aus durch eine verglaste Front irgendwie auf die Straße blicken und siehst dann halt schon auf der anderen Seite, wie eine große, massive Gestalt und eine etwas kleinere Gestalt mit zwei mannsgroßen Säcken über der Schulter irgendwie einen Truck beladen. Jesus. Ich nehme an, das ist der Dicke und John. Mhm. Also er guckt die Straße runter, guckt, dass irgendwie nicht jede Menge Leute hier sind, die das irgendwie gerade mitbekommen, aber es ist wahrscheinlich gerade sowieso relativ leer. Dann geht er auf die beiden zu, hebt zur größten Hand und sagt, was zum Henker? Kam am Tag. Was heißt kam am Tag? Was weiß ich, anscheinend Bauarbeiter oder so. Das Haus scheint doch nicht so ganz verlassen, wie wir dachten. Wie eine gewisse Person uns versichert hat. Was? Verdammte Scheiße. Ich werde das nachprüfen.
Wisst ihr, wie die Firma heißt, von denen die kommen? Die müssen doch ihr Auto noch hier stehen haben. Ja, der Truck ist von der Firma. Ist ja Davidson Bauunternehmen. Okay. Es gibt für solche Läden gibt es ja Grundbucheintragungen und sowas. Und also er wird losgehen und nach sowas suchen und versuchen herauszufinden, ob und wo, also wem das Gebäude offiziell gehört, laut Grundbucheintrag. Und ja, wer uns da gerade versucht hat anzuficken. Also ich meine, das ist wahrscheinlich offensichtlich, aber ich meine, das sollte theoretisch auf uns überschrieben sein oder zumindest auf jemanden, der uns repräsentiert. Und Wo guckst du denn danach? es muss ja so einen Grundbucheintrag oder sowas geben. Wo zumindest irgendwie eine Firma oder sowas stehen muss, die und ich meine, nur der Grundbesitzer kann ja quasi sagen, so hier, ihr dürft auf meinem Grund Sachen machen und Bauarbeiten durchführen. Ja, okay. Und das will ich rausfinden, wer das quasi diese Bauarbeiten beauftragt hat. Okay. Dann mach mal einen Wurf auf. Ja, biet mir mal was an. Was kannst du denn gut? Ich würde dir anbieten, ich würde dir anbieten Intelligenz und Investigation. Ja, das klingt gut. Mach das mal. Das wären drei Erfolge. Ja, prima. Drei Erfolge. Okay, dann da dauert eine Weile, weil du musst ja irgendwie ja, Erkundigungen einholen und vielleicht auch irgendwie mal in ins Grundbuchamt rüberfahren oder so. Und hoffen, dass da noch jemand offen, dass da noch offen ist und sowas. Und ein bisschen online recherchieren und so. Das gibt uns die Zeit, nochmal mal zu Bruce zu springen, der erwacht und einen Rouse-Test machen darf. Ja, klar. Ja, ohne Aber wie? Probleme. Und was hat Bruce denn heute vor? Ja, zwei kleine Sachen. Oder mehr oder weniger kleine Sachen. Es war ja einerseits die Idee von Anna jetzt, uns, da ja Boogie wieder in der Wohnung ist, uns jetzt noch eine Katze zu holen, quasi für Anna, auch so ein bisschen als Zeichen des Neuanfangs. Wobei halt kaufen hier relativ war. Anna klang schon so über ins Tierheim einzubrechen, aber gut, das soll jetzt Bruce erstmal recht sein. Und dann, ja, wollte Bruce dann nochmal zu den anderen gehen und da mal vorbeischauen. Okay. Ja, was zuerst? Ja, weil Bruce eigentlich lieber gerne probieren möchte, das Tierheim noch abzupassen, wenn es geöffnet ist, würde er dann wahrscheinlich da wie ein Tierheim gehen oder was weiß ich, was es da in der Stadt so gibt. Bruce kennt sich ja aus. Dann mach du doch mal Animal Ken und Charisma, um ein geeignetes Tier zu finden und auch irgendwie, dass es dich auch mag. Oh, das wird das Schwierigste. Aber ich habe Animal kennen. Das ist doch schon mal ganz, Ja. das erste Mal, dass ich das benutze. Ja, Ja, immerhin. einen. Ja, das ist mal dabei. Ist okay. Ja, dann findest du so, wahrscheinlich so einen dicken Garfield-artigen Kater, der so ein bisschen lazy ist. Das Ding ist ja, So der halb, muss ja so auch Anna ein Auge gefallen. blind. Aber immerhin. Der scheint dich zu Ich. mögen. Ja, ich gucke ihn mir so an, ne, greif so den so mit einem Arm nach oben und ne, schaue ihn mir so genau an. Der Mitarbeiter im Tier meint so, den will sonst keiner haben. Ich meine, ich mag ja Außenseite, aber Der der könnte frisst schon immer 10 doppelt Kilo so viel weniger wie alle haben. anderen, käbbelt sich ständig mit anderen Katzen, deswegen hat er auch nur das eine Auge. Ja, dann, und dann die Katze und tut diese direkt weg, dann ist das nichts für mich. Ja, und packt die so am Nacken und würde die dann, was weiß ich, wieder in ihre Box da legen. Haben sie nicht irgendwas, naja, was
mehr zu anderen Katzen passt irgendwie, mit einem sozial verträglichen. Vielleicht muss auch kein Kater sein, vielleicht auch eine Katze. Ich habe jetzt gerade noch so einen großen Schwung Katzen verkauft, also beziehungsweise an den Mann und an die Frau gebracht und naja, die anderen scheinen sie ja auch nicht besonders gut zu mögen. Irgendwie reagieren die Tiere ja generell so ein bisschen aggressiv, wenn sie in den Raum kommen. Das kann ich auch nicht so für. Also meine Katze hat das nicht. Er schaut ihn so ein bisschen vorwurfsvoll an. Ja, und dann schaut er so ein bisschen auf diesen fetten Kater, der wieder am Boden rumsitzt. Ja, der guckt dich so an, als ob der so ein Grinsen auf seinem Gesicht hat. So. Ja. Leckt sich nochmal so über die Vorderkrallen. Naja, kommt's auf Diät. Ich nehme ihn. Genau. Ja. Mit der Box oder ohne die Box? Wie teuer ist denn die Box? Guckt, mustert sich so von oben bis unten. Die ist schon alt. $10. Ja, Bruce schaut so in seine Brieftasche. Ja, gut. Gut, mit der Box. Aber prima. Der Griff schaut schon ein bisschen abgegriffen aus. Und, na, deswegen ist okay, ja auch nur $10. Ja, ich verstehe schon. Na, ja, komm, Dicker. hat er schon einen Namen? Garfield habe ich ihn mal genannt, weil er so aussieht, aber... Wow, ziemlich kreativ. Und bloß nicht so mit einem... Ich krieg hier so viele Tiere zu sehen, wenn ich eben ständig kreativ werden müsste. Tut mir leid, Sir. Ja, ich verstehe schon, das ist gut. Dann, Wie wär's mit Chat? Chat, ja, das ist gut. Chat. Ja, dann komm mal mit nach Hause, Chat. Und zu dem Koffer runter. Genau. Genau. Möpschen ganz aus. Ja, und dann würde Bruce dann noch irgendwie, also persönlich kenne ich jetzt nicht aus mit Tierheim, was unterschreiben müssen oder so fürs Tierheim. Ja. Und dann kriegst du ein paar Unterlagen. Und da steht, er hat dann natürlich auch mit Bruce Warren, ganz klar. Mhm. Gut. Und dann dann nimmt er den moppeligen Chat mit nach Hause. Mhm. Fährst du sofort nach Hause oder fährst du erst bei den anderen rum? Na, ich fahre erstmal nach Hause, bringe die Katze da weg und würde dann auch erstmal so ein paar Minuten gucken, wie dann Boogie auf den reagiert. Mhm. Weil eigentlich ist das ja keine Bedrohung für den, ne? Boogie ist schlank und sportlich. Der ist auch etwas behäbig, der Chat, ja. Aber wer weiß, wenn du ihn auf Diät gesetzt hast und ja. Ja. Ist denn Ender noch da, wenn ich zurückkomme? Ist in der Tat nicht da. Na gut. Dann würde halt erstmal gucken, also Bruce gucken, ob die immerhin sich irgendwie ein bisschen vertragen. Mhm. Ja, magst du einen Gesichtswürfel würfeln, ob die sich vertragen oder nicht? Kann ich machen. Das ist jetzt. Naja. So. Ja, geht so. Also, ja. Chat setzt sich irgendwie in der Mitte auf irgendwie neben dich auf das Sofa und Boogie schaut so ein bisschen skeptisch vom Gegenüber von unten auf so nach oben hoch. Ja, Bruce schaut Boogie so ein bisschen an, wie jemand, der das erste Mal seine Freundin mit nach Hause bringt. Ja, Boogie, das ist Chat. Ja, er wohnt jetzt hier. Auch. Chat streckt sich jetzt so aus. Ja, ihr müsst jetzt keine besten Freunde werden oder so, aber mach's für Anna, okay? Und er lehnt sich so ein bisschen nach vorne, schaut Boogie jetzt nochmal eindringlich an. Beugt dich immer noch ganz skeptisch. Ich hab da
Du schon so wechseln zu Chat und zu Boogie. Ihr. Dann geht Bruce von der, also ne, erhebt sich Bruce von der Couch, kniet sich so ein bisschen in den Boogie. Ich kann jetzt nicht. Ich muss noch zu den anderen. Bitte kratz ihm nicht noch das andere Auge aus. Okay? Ich meine, du hast ja immer noch dein Bäumchen für dich. Und die Regale, das sind alles deine, okay? Ich weiß. Aber das war der Einzige, der mich nicht angefaucht hat. Das tut mir ja auch leid. Ach, na komm, okay. Dann geht Bruce kurz auch an den Kühlschrank und holt so ein Bestechungs-Viskas-Äquivalent auf Amerika. Komm. Ja. Gehst in die Küche, machst das auf und schon hört man so ein Putzel und plumpsendes Geräusch aus dem Wohnzimmer. Ja, so total geschockt rennt er wieder ins Wohnzimmer. Was denn? Ja, dir kommt der Chat schon entgegen. So schnippernd. Freundchen. Ja, dann würde Bruce den erstmal noch so ein bisschen beiseite schieben. Dann kurz, Boogie, komm. Und dann setze ich diese Tuna-Dose ganz oben auf so ein Regal, wo der halt so einen Gang nach oben gebaut hat, für Boogie, also wo Boogie halt hinkommt, aber Chat halt nicht. Ja, der versucht's, aber ja. Du bist auf DR, mein Freund. Ach so, falls Anna vorbeikommt und ich nicht da bin. Bruce, such mal irgendwie nach so einer Art Schnur oder so einer, ja, so ein Geschenkband und macht Chat dann so eine Schleife um den Kopf so. Ja, weil Bruce hat nicht so viel Arme aus Katzen. Also, vielleicht soll ich das über das Auge lehnen, dann sieht man das nicht, dass das ausgekratzt ist. Oder? Ach, schon so spät, verdammt, ich muss los. Dann, geht noch Bruce einmal kurz in die Küche, tritt in den Kühlschrank zu, damit der Chatter nicht rangeht. Und, verschwindet dann auch wieder. Oh je, ja, ob das gut geht. Ja, wir werden es erleben. Gut, was macht denn Ronan währenddessen? Vermutlich bald den vom nächsten Katzenkrimi-Mord erfahren. Also es ist Jelly hat ja schon mal ein paar Sachen vorbeigebracht. Er hatte da schon mal angefangen, so ein bisschen rumzudoktoren. Also er hat sich so eine, der steht jetzt vermutlich gerade vor seiner Mindmap, die er da aufgebaut hat. Das kann man sich halt so vorstellen. Das ist halt also die Camarilla-Vertretung in der Stadt. Mhm. Also wer alles offiziell zur Camarilla gehört. Oben der, steht halt der Prinz, nur eben mit einem Fragezeichen und dann Verstrickungen, die er festgestellt hat. Also er hat versucht, alle möglichen Kaniten, von denen er jetzt weiß, mit so quasi Fäden zu verbinden, wer zu wem gehört. Und auch hat er das Ereignis mit dem Partybus reingesetzt, also mit dem Total-Blackout, den er ja dann auf einmal hatte. Und auf seinem Tisch liegt mehrere Zettel von seinem Notizblock von dem Gespräch, was er mit Sam hatte. Die Beschreibung des Stalkers und die Freunde von ihr und halt so ein paar Versuchsprotokolle, wenn man so will, was an Kommunikation schon fehlgeschlagen ist und was man noch nicht probiert hat. Hast du irgendwen auf den Stalker angesetzt? Er hat erstmal normal angefragt bei der Polizei, weil das ja völlig okay ist als Privatdetektiv, ob irgendwas über den vorliegt. Mhm. Hat irgendwas von möglicher Kautionsprellerei erzählt. Mhm. Ist ja auch nicht so ungewöhnlich. Wenn das halt ergebnislos verlief, dann wird er
da mal einen seiner Jungs angesetzt haben, ob er irgendwie die letzte Adresse, die der hatte, herausbekommen kann. Das ist halt so das eine, weil das ist eine Sache, die vermutlich länger dauern wird. Okay, dann kriegst du gerade, wenn du vor deinem Dashboard oder so stehst, ja, kriegst du einen Anruf von deinem Kontakt. Hey Jimmy. Hey. Habt hier was über den, ach, wie hieß er jetzt? Bernhard? Nelly. Nanny. Nelly, Nanny, Dingens. Ja, genau. Wolltest eine Adresse haben, ne? Ja. War gar nicht so einfach. Aber der hat gerade ein Haus gekauft. Der hat ein Haus gekauft. Was Kleines, was Schickes. Oh, der scheint stinkreich zu sein. Er hat sich ein großes Bürogebäude gekauft. Bellen sogar die Hunde. Ein Ein Bürogebäude. Schelm, wer Böses dabei denkt. Ein Bürogebäude. In der Und wer ist Vorstadt. das? Da in diesem in diesem verlassenen Gebiet da hinten, wo mal, was war das da? Das war mal irgendwie so ein Gewerbegebiet, was irgendwie nicht durchgestanden hat. Da sind noch ein paar Wohnhäuser, haben sie umgebaut. Aber die meisten Gebäude da sind leer. Ja, dasselbe ungefähr zur gleichen Zeit wird Aisea das in den Unterlagen finden, dass die Baufirma von einem gewissen Donald Nanny angefordert wurde. Scheint eine kleine Firma zu sein, so ein Familienbetrieb. Sorry, hat mich gemutet. Ja. Ja. Also habe ich, hab ich Rons Adresse oder Nummer oder für sowas von dem? Du Weiß glaube das ich nicht mehr. nicht. Ich nicht, ne? Ne. Andere Leute waren da besser verbunden mit ihm. Nee, gut, dann werde ich das einfach. Also ich nehme an, ich werde dich direkt irgendwie mit anhand von irgendwie so einmal. Googeln findet man den Typen wahrscheinlich nicht. Den Nanny, Deshalb, oder was? genau. Boah. Wenn du den googelst, findest du halt irgend so, ja, findest schon was, also dass der eigentlich aus Sacramento kommt. Okay, ja. Ich nehme einfach meine Infos mit und gehe zurück zum Klüngel und rede mit denen und erzähle denen, was ich herausgefunden habe und werde mal darauf pochen, dass vielleicht jemand, der sich mit Ron versteht, mal mit dem redet und vielleicht kann der Herr Privatdetektiv ja sowas rausfinden. Der Herr Privatdetektiv sollte eh schon was über ihn herausfinden. Wieso? Kennt ihr den schon? Das ist der, der John niedergeschossen hat. Mein Okay. Stalker. Das wusste ich nicht. Oder sollte ich das? Entschuldigung, ich muss OT fragen. Sollte ich das wissen? Oder habe ich das nur vergessen? Nee, eigentlich nicht. Ja. Ich glaube, es hat dir noch keiner gesagt, Ja, ich glaube nämlich auch. Aber hast du nicht mitbekommen, dass John angeschossen worden Das hat ist? er Das habe ich mitgekriegt, mitbekommen. aber er Ja, hat ja. wahrscheinlich Okay. nichts von dem Namen und so mitbekommen. Den Namen Okay. habe ich nicht mitbekommen. Ah, okay. Das ist ja Der noch schon mal interessant. war, der hat die Typen hier hingeschickt. Anscheinend, der hat die Baufirma beauftragt, die das die hier arbeiten sollte. Hast du die Adresse von der Firma nicht, dass wir noch mehr Leute hier hinschicken? Kleiner Familienbetrieb, klar.
Kann allerdings sein, dass die jetzt den Hauptteil ihrer Arbeitskraft los sind. So wie die aussahen, waren die wirklich verwandt. Aber das heißt hier in Texas ja nicht wieder. War das Andrew? Mhm. Oder war das John? Ja, Andrew war das. Wisst ihr was? Ich gehe Ronan anrufen. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, vorsichtig. Wir müssen ihm vielleicht nicht auf die Nase binden, was gerade passiert ist. Aber dieser Firma sollten wir definitiv einen Besuch abstatten. Und was wir außerdem machen sollten, wir sollten trotzdem unsere Pläne weiterverfolgen. Schließlich wollen wir nicht, dass man denkt, man hätte uns irgendwie ins Boxhorn gejagt. Wenn er diese Baufirma angeheuert hat, können wir nicht hier wohnen bleiben. Wir müssen nur regeln, dass niemand ohne weiteres sowas machen, also was abziehen kann. Wir müssen offiziell Besitzer dieses Gebäudes werden in irgendeiner Form. Ja. Ich gehe Ronan anrufen. Das ist eine gute Idee. Sorry, bin gerade. ja, okay. Ich war noch mit Jimmy am Telefonieren gewesen. Die Adresse sagt mir vermutlich was, ne? Von dem Gebäude, was der gekauft hat. Ja. Okay, scheiße. Sonst irgendwas, das dir aufgefallen wäre? Das ist so ziemlich das Einzige, was ich von dem gefunden habe. Okay, hat der jetzt zufälligerweise eine private Sicherheitsfirma oder so da in der Gegend? Ich frage nur aus Prinzip. Nee. Irgendwie, ich keine Ahnung, wo der arbeitet. Vielleicht ist so ein reicher Schnösel. Und als Privatadresse hat er was angegeben? Sacramento-Adresse. Also ist er ja quasi zu Besuch. Anscheinend. Will sich hier eine Firma aufbauen oder so. Aber was will der mit diesem abgelegenen Bürogebäude? Da sind tausende Gebäude da und die sind alle nicht, gehören alle der Stadt sonst. Er weiß schon, was so Eiche Pinkel immer wollen. Abreißen, was Neues draufsetzen. Na, gegenüber sind ja schon Wohngebäude. Vielleicht will er das. Einsteigen ins Geschäft. Ich danke dir, Jenny. Das war's gut bei mir. Mach dann schon zwei. Ja, ja. Mach's gut. Bye. Ron guckt dann nochmal kurz das Telefon an, geht dann zum Sideboard, überprüft die Adresse nochmal. Scheiße. Scheiße! Wählt dann ganz hektisch die Nummer. Ja, in dem Moment kriegst du wahrscheinlich auch gerade den Anruf von Sam. Du kannst uns ja nicht anrufen, wir haben kein Telefon. Ja, genau. Stimmt, richtig. Ich vergiss es immer. Okay, so wie. Was mache ich denn jetzt? Oh! Okay. Hey, Babe. Hi, Ronan, wir haben ein Problem. Ja, ihr habt es auch schon rausgefunden? Wenn man nachts versucht, einem die Wand anzubohren, hinter der man schläft, ja. Fuck! Also tagsüber, ja. Er hat uns eine Baufirma geschickt. Geht's allen gut? Ja. Schade. Gut. Ich weiß, was du denkst. Ich mag den Gedanken. Es geht uns gut. Und jetzt? Ist irgendwas passiert? Sprengung oder? Zum Glück nicht, sie haben nur angebohrt. Er trinkt das Gebäude jetzt im Blut? Ich weiß nicht. Also ja. Zwei hat es leider erwischt. Zwei hat es leider erwischt. Alles wissen. Man hört einen Stift, der auf Papier kratzt. Zwei hat es also. Ich war es nicht.
Ich kümmere mich um den einen, der den ich erwischt hatte. Hast du eine Idee? Mein Plan war, ihm die Erinnerung daran zu nehmen, was passiert ist, ihn irgendwie auszusetzen. Hast du eine gute Idee, wo man das machen könnte? Ihr wollt den Typen mit zwei Leichen irgendwo aussetzen? Nein, die zwei Leichen, die bringen wir in die Wüste. Wo sie auch nicht so schnell keiner findet. Dieses Gedächtnisverwurschtel-Dings, wie lange hält denn das an? Wenn es funktioniert, dauerhaft. Naja, er wird sich schon an seinen Kollegen erinnern, oder kann das so tiefgreifend gemacht werden? Die zwei sind halt einfach abgehauen. Wir können ihm ja vielleicht die Erinnerung an eine wilde Partynacht zusammen mit ein bisschen Alkohol einpflanzen und... Gibt es hier irgendwie ein Casino? Nee. Drogen gehen auch immer ganz gut. Bitte? Drogen. Da möchte ich ihm ehrlich gesagt nicht noch mehr geben. Wir mussten ja dafür sorgen, dass er den Tag über oder den Tag über weiter schläft. Naja, Wüste ist schon mal kein schlechter Ansatz. Du hast doch ein Auto. Komm doch einfach her zu uns. Okay. Dann können wir uns da gemeinsam drum kümmern. Ach, du meinst mitgefangen, mitgehangen und noch einen mit hineinziehen, ja? Verstehe ich das richtig? Ich meinte, dass ich dir vertraue, dass dieser Typ das auch wirklich überlebt. Wenn ich John oder den Dicken mitnehme, dann sehe ich da ehrlich gesagt schwarz für ihn. Wer hat die beiden denn umgelegt? John und der Dicke. Langes Schweigen. Ja. Ein Kuckuck kommt selten allein. Wir müssen auf jeden Fall sicher gehen, dass die Baufirma eine weiteren Leute schickt, weil der Typ wird das garantiert machen, noch mehr dahin zu schicken. Und der kann ganz locker weitere Baufirmen beauftragen oder eine Baufirma von außerhalb kommen lassen. Ich habe ehrlich gesagt nicht vor, die nächste Nacht, den nächsten Tag in diesem Gebäude zu verbringen. Übrigens wohnt er offiziell noch in Sacramento. Gut, aber ihr könnt nicht einfach so da raus und irgendwo anders unterkommen. Die ganzen Sachen sind ja größtenteils jetzt belegt. Ihr müsstet erst wieder anfragen, ob ihr irgendwo unterschlupfen dürft. Ich denke mal über was nach. Ich bin eine halbe Stunde oder so, schätze ich da. Ist okay. Bis dann. Versucht keine weiteren Leute umzubringen. Ich bin's nicht. Oh, Mann! Ich hab ein bisschen Mitleid mit Ronan. Ach, warum? Ronan beugt sich über die Schreibtischschublade, macht die auf, holt, schaut die Flasche Whisky an, hebt die so hoch. Boah, wenn ich noch trinken könnte. Und dann die Knarre raus, lädt die komplett durch. Steckt sich noch ein Ersatzmagazin ein. Und fährt dann los. Ja, Bruce kommt währenddessen irgendwie auch an dem besagten Gebäude an. Siehst einen merkwürdigen Wagen von der Baufirma vorne vor der Tür stehen. So, oh Scheiße. Bruce geht so ein bisschen an den Rand und guckt erstmal so. Links, rechts. Geht dann so ganz langsam auf diesen Bauwagen zu. Guckt da mal vorne rein. Ist da noch jemand drin?
Vorne sitzt keiner drin. Auf der Ladefläche liegen ja mehrere große Säcke. Bruce Lindsay ist so an den Truck und massiert sich erstmal die Schläfen. Oh, scheiße. Schaut so nach oben in den Bau. Auf den Truck. Schüttelt den Kopf und dann geht er nach oben. Oder zumindest in den Bau rein. Ja, dann seid ihr jetzt alle fast alle zusammen. Ronan kommt aber später, ne? Aber die anderen sind ja alle da. Ich komme wahrscheinlich kurz nach Bruce wieder, weil ich muss ja zu einer Telefonzelle warten. Genau. Die zwei, die es in der Stadt noch gibt. Ja, dann Klasse. Wirst du wahrscheinlich Andrew, Isaiah, John und den Dicken antreffen. Und Dr. Angela, aber die. Ja. Schläft noch. Hat anderes zu tun. Genau. Klasse! Super! Bruce kommt vielleicht noch so eine Treppe hoch und klopft dann so irgendwie an die Tür. Habt ihr ja super hingekriegt. Ich schaue so vorwurfsvoll in Richtung Isaiah, wo der wahrscheinlich damit gar nichts zu tun hat. Und dann erst so auf den Dicken, auf John und zieht halt so eine seiner ziemlich buschigen Brauen hoch. Was ist mit euch los? Bruce. Was würdest du tun, wenn jemand dein Haus einbricht und versucht, dich umzubringen? Kämpfen oder sterben? Ob die drei euch umbringen wollten, ob das jetzt wirklich deren, die zwei euch umbringen wollten, ich weiß nicht, ob das jetzt deren Intention gewesen ist. Ich glaube, die wollten vielleicht auch nur arbeiten. Intention und Resultat. Ist nicht, wie das funktioniert. Bruce, das ist immer noch Amerika. My home is my castle. Ja. Und Leichen pflastern ihren Weg. Super. Bist du nur gekommen, um... Nein. Wo sind die anderen? Also, wo ist Samantha? Ich wollte das schon gerade machen. Ach gut, immerhin. Darf ich? Können wir dir helfen, meint Andrew. Quasi, ja. Darf ich? Deutet so auf so einen Sessel. Mach's dir bequem. Bruce pflanzt sich so richtig in den Sessel und sagt auch so ein bisschen, der eine knarzt so richtig, wenn das Leder ist. Gestern ist Interessantes vorgefallen. Ich komme um 4 Uhr, 5 Uhr nach Hause und da steht auf einmal Adam. Es hört nicht mehr auf. Einfach in meinem Wohnzimmer und quatscht mit Anna. Ja, und dann kam er mit so einer tollen Idee um die Ecke. Wobei ich sagen muss, im Gegensatz zu dem, was ich vor einem Monat da gesehen habe, hatte das irgendwie mehr Hand und Fuß für mich. Darüber wollte ich mit euch reden. Was hat Adam denn versucht, für eine Idee? Adam kennt wohl noch mehr Gangrel in der Stadt und ich glaube auch Bruja, die hier noch auf dem Gelände sein sollen. Und nachdem es wahrscheinlich mit seinem ersten Versuch nicht funktioniert hat, oder zumindest so sagt der Erste, wollte er jetzt versuchen, halt diese Leute zu sich zu holen und wollte auf diesem nächsten Elysiumstreffen einen großen Auftritt planen. Und den Rat oder dann auch immer hier das Sagen hat, ich sag mal, dazu zu bewegen, den Gangrel und Bruja wieder einen vernünftigen Platz in der Stadt zu sichern.
Ansonsten. John räuspert sich. Die Gang will einen Platz. Bruce starrt so richtig John an. Und zwar wirklich auch wie so ein Raubtier quasi so. Verzeihung. Aber nach allem, was wir hier wissen, wird das schwer. Das habe ich mir auch gedacht. Allerdings ist das. Also einer war sowieso Feuer und Flamme, könnt euch das nicht, ja, selber vorstellen. Ich traue ihm nicht so ganz, aber der Gedanke an sich ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Ich meine, was die Camarilla alles abzieht für eine Scheiße. Also ganz ehrlich, Bruce, ich traue Adam genauso weit, wie ich ihn werfen kann. Das heißt ungefähr 50 gar Zentimeter, nicht, wenn ich ihn gar anstrenge. Nicht. Gar nicht. Schon zu dir runter. Gar nicht. Wie auch immer. Adam ist ein zutiefst vertrauensunwürdiger Kanid, den wir mit dem wir schon wirklich Stress gehabt haben. Die Camarilla hat uns zumindest schon das Bleiberecht in dieser Stadt eingeräumt. Und während ich völlig mit dir übereinstimme, dass es Dinge gibt, die da sicherlich Korrektur benötigen. Willst du mich verarschen? Halte ich es für voreilig, das Kind mit dem Badewasser auszukippen. Tickst du nicht mehr vernünftig? Die haben Anna an die scheiß Inquisition verkauft. Diese lautstarke Konversation wird Samantha von draußen hören, wenn sie reinkommt. Ja, korrekturbedürftig. Um was geht es hier? Adam ist zu Bruce gekommen und hat Anna vorgeschlagen. Adam ist nicht zu mir gekommen, Anna hat Adam zu uns geholt. Das ist noch das andere Sache. Denn Anna hat Adam beobachtet, der wohl sich wohl ziemlich dumm gestellt hat. Aber Anna ist aber ganz gut drin und hi, erstmal dreht sie so zu Samantha um. Und Adam möchte für die Brewer und die Gangrel der Stadt einen Teil der Stadt beanspruchen. Und er kennt wohl auch einige Gangrel und Brewer und möchte zu dieser nächsten Erlösungssitzung damit gehen. Und natürlich auch mit Anna. Möchte er einen Krieg anzetteln? Er sagt es mir folgendermaßen. Er wollte mit Alemann, ich weiß nicht, wie viele das sind, aber wenn das die Leute waren, die auf der Party waren, dann sind es wirklich einige. Wobei ich die alle nicht kenne. Und wollte, glaube ich, mit seinem Auftritt erstmal sowas bewirken. Und wenn nicht, dann sagte er, würde er sich wirklich mit den Leuten da anlegen. Und ich schätze mal auch deshalb, will er vor allem auch Anna für sich gewinnen. In einem Elysium wird nicht gekämpft. Das ist den Anarchen sicherlich völlig egal. Keine Struktur, keine Ordnung. Aber wobei, und jetzt dreht sich Bruce so richtig zu Sam um, an sich ist der erste Teil seiner Idee doch gar nicht schlecht. Auch wenn andere hier, schaut so zu John, mit so einem richtig offensichtlichen wohl anders der Meinung sind. Ist es denn falsch, dass wir hier einfach bleiben können? Vor allem ich, aber bei mir ist das noch was anderes. Ich meine, mit dem zweiten Teil stimme ich aber auch nicht mehr da ein, aber an sich, die Idee finde ich nicht schlecht. Vor allem, weil unser Plan noch war, Camarilla hier ein bisschen aufzumischen. Unsere Idee war, die Situation, die wir hier vorfinden, zu ändern, sodass wir die Gesetze der Camarilla wiederherstellen. Naja. Die Camarilla zu zerschlagen. Naja, aber ein Stück weit hat Bruce schon recht. Warum sollten er und Anna und Angela weniger wert sein wie wir anderen? Und das außerdem ist die ganze außerdem ist die ganze Camarilla hier doch nach deiner Auffassung ja auch unwürdig oder hat gegen das Gesetz dieser Camarilla verstoßen. Jeder von euch
darf es nicht sein Bleiberecht erwerben, genau wie wir, und ich guck zu dem ganzen Klüngel, das getan haben. Und dann bekommt ihr ein Gebiet, in dem ihr euch aufhalten könnt, und dann könnt ihr dort leben. Wenn ihr nur leben wolltet, dann wäre das kein Problem. Aber was ihr wollt, ist auch Umsturz, Krieg. Nein. Aber sie haben auch ja auch keinen Platz im Rat. Sobald wir sicher sind, dass es für Anna sicher ist. Ich gebe zu, die Situation mit Anna ist eine besondere. Aber ich sage nochmal, es bringt nichts, die ganze Struktur zu zerstören, nur um... Was denkst du, was passiert? Sobald Adam der größte, dickste Hund ist, macht er auf größten, dicksten Hund. Und dann das gibt es keine Regeln mehr, die Camarilla seit Jahrtausenden am Leben gehalten, die dafür sorgen, dass ihm Schranken gewiesen werden. Du sagst, der Diktator ist besser als eine Adam Struktur dieser... Er will aber keine Alleinherrschaft oder dergleichen. Er möchte lediglich, zumindest wie ich das verstanden habe, dass wir wieder ein normaler Teil dieser Gesellschaft sind. Und er hat auch nichts von Krieg erzählt, er hat auch nichts von irgendwelchem Willen erzählt, du hast ja alles hier zerstören Niemand will. Er will einfach nur, er will einfach nur seinen Platz hier haben. Und das verstehe ich. Aber seine Methoden, das hast du vollkommen recht, da stimme ich auch nicht zu. Aber Anna wird hier auch auf lange Zeit hin nie wieder einen Platz haben. Sie wurde verkauft. Wer weiß, wenn sie noch alles verkauft haben. Sie könnte einen Platz hier haben, sobald wir es schaffen, diejenigen, die sie verkauft haben, zu identifizieren und auszumerzen. Daran arbeiten wir doch. Das wohl die ganze Führungsriege der Camarilla hier ist, nach dem, was wir bisher gehört haben. Und es sind nun mal auch nicht viele hier. Das heißt, es sind vielleicht beinahe alle, außer wir. Und vielleicht auch Ronan und so. Es hat im Rat niemand dagegen gestimmt, sie auszuliefern. Das sagt doch eigentlich schon genug. Und nachdem, was du gesagt hast, alle sie nacheinander auszumerzen, wäre beinahe noch extremer als das, was Adam vorschlägt. Wenn man jetzt in der Richtung denken würde. Mein Vorschlag ist die Erhaltung einer Struktur, die seit Jahrtausenden dafür sorgt, dass Vampire nicht außer Kontrolle geraten und dass die Maskerade gewahrt bleibt. Das ist mein Vorschlag. Sagt denn, der seine Nachbarin leer trinkt. Ich möchte gerne Frenzy Check würfeln. Ja. Damn, was hat gesessen? Wo ist mein Cheat Sheet? Das nochmal. Ach, das. Und ich sag noch, bringt niemand mehr um, bis ich da bin. Sind ja diesmal keine Menschen beteiligt. Ja. Macht's nicht besser. Da nochmal, wo ist es? Goddammit. Schade, dass Angela nicht hier ist. Die schlecht. Toll, das wäre ein zweiter Frenzy-Check, aber von dem Bruch, ob das so viel besser ist, weiß ich nicht. Dann würde hier wirklich untotes Blut fließen, glaube ich. Ich suche gerade das Cheat-Sheet. Das ist irgendwie verschwunden bei mir. Wo ist das? Willst du Frenzy würfeln? Ja, ich möchte. Was für eine Art Provokation, ne? Ja, genau. Difficulty. Moment, Provokation. Ich habe einfach zu viele PDFs hier rumfliegen. Public Humiliation, ne? Genau. Ja, okay. Difficulty 2. Was muss ich dagegen würfeln? Sorry. Das weiß ich wohl auch nicht. Du würfelst deine Willpower und ein Drittel Menschlichkeit genau. Abgerundet. Genau. Gegen zwei Erfolge brauchst du. Genau. Willpower und meine Menschlichkeit gedrittelt. Genau, ja.
Ja. Zwei. Du hast dich sowas von im Griff. Also. Cool as fuck. Also er Erfolge, dreht sich zu Sam um, guckt dann zu John und zu Andrew und zu dem Dicken und sagt dann: Es würde dir gut tun, ein bisschen mehr Respekt vor mir zu haben. Und dreht dir dann die Schulter zu. Und wendet sich dann wieder dem Bruce zu und sagt: Es ist eine absolute Idiotie, Adam zu vertrauen. Ich habe nie gesagt, dass ich ihm vertraue. Ich habe lediglich gesagt, dass ein Teil seiner Idee, die er geäußert hat, gar nicht schlecht ist. Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich ihm nicht vertraue. Das weiß auch Anna. Und ich glaube auch, Anna vertraut ihm nicht 100%. Aber die Idee, die er vorschlägt, und gerade der erste Teil dieser Idee, finde ich, ist absolut vernünftig. Deshalb bin ich auch hierher gekommen, um sie euch vorzustellen. Weil das quasi das ist, was wir auch wollen, nur wesentlich schneller. Und das nicht diesen Teil mit dem Ausmerzen in sich trägt. Gut. Warum glaubst du auch nur im Entferntesten, dass ein Primogenrat, der Annas Auslieferung zugestimmt hat, jetzt hingehen wird und sagen wird: Naja, dann geben wir diesen paar, was, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Vampiren eben ihr eigenes Areal und lassen sie eben machen, so wie sie wollen. Was glaubst du, dass das nicht in einem Blutbad enden würde? Nun, ich weiß nicht, wer von euch manchmal gesagt hat, man darf da eigentlich nicht kämpfen. Ich glaube, die Idee ist einfach nur, oder zumindest hoffe ich, dass das eine Idee ist. Wie gesagt, ich vertraue ihm auch nicht so ganz, dass sie einfach sehen, dass wir ein Großteil der Stadt dafür ist, auch eine Stimme dafür hat. Und nun ja, ich glaube zumindest, diese Miss Guerrero war ja eher nur passiv daran beteiligt, Anna auszuliefern. Vielleicht könnte ja sie auch Leute davon überzeugen. Aber es ist ja noch längst nicht so weit. Es ist ja noch nicht dazu gekommen. Ich wollte euch erst davon überzeugen, weil ihr habt ja mittlerweile auch eine Stimme. Und wir sind eine so große Zahl, dass wir auf jeden Fall etwas bewirken können. Das hat, glaube ich, er auch gesagt. Dort so zu Adam. Nicht zu Adam, zu Andrew. Ein paar abgerissene Hippies werden beim Elysium keinen Eindruck schinden. Bitte? Das Einzige, was ihr macht, ist ein riesiges Fadenkreuz auf euren eigenen Kopf malen. Bruce, meint Andrew, wie viel weißt du von den Organisationen, von denen du da sprichst, überhaupt? Gar nicht viel, aber es ist mir auch eigentlich scheißegal. Denn ich will ja einfach nur ganz normal leben und ein Fadenkreuz habe ich sowieso her auf der Stirn, weil ich ja wohl ja als illegaler Flüchtling in der Stadt lebe. Das ist richtig. Genauso wie Anna und wohl anscheinend 5 andere Gangrel. Und Angela auch. Und im Moment lebst du in einem Teil der Stadt, der uns zugewiesen ist. Und machen wir Jagd auf dich? Mit Erfolg. Er deutet so nach draußen auf den Satz. Mit Erfolg. Ihr seid wohl echt geduldet hier und man freut sich, dass ihr hier seid. Pass mal auf, es ist überhaupt nicht gesagt, dass dieser kleine Hampelmann nicht zu Adam gehört. Das ist überhaupt nicht gesagt. Wir wissen im Moment nicht genug, um das hier zu bewerten. Bruce. Und wir haben vor allen Dingen nicht genug, um jetzt vorschnell irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Es bringt nichts, sich jetzt hier an die Gurgel zu gehen. Ich bin nur hier, um das vorzutragen. Ich wollte einfach nur Bescheid sagen. Warum erzählst du uns das überhaupt? Ich habe gehofft, eine Meinung zu hören. Immerhin ist es ja eine Meinung, wenn ich damit überhaupt nicht d'accord bin. Aber es ist eine Meinung. Ich wollte es einfach nur mitteilen. Weil im Gegensatz zu, ich bin ganz ehrlich, Anna, vertraue ich zumindest einen Großteil von euch größtenteils. Schau dann so
Vor allem Richtung Sam und Angela. Einigen traue ich immer noch nicht so ganz. Schaut so in Richtung John, schaut so in Richtung Isaiah. Vertrauen ist schwer in unserer Gesellschaft, Bruce. Auch das... Schwer, aber nicht unmöglich, oder? Wofür bildet ihr denn einen Klüngel, weil ihr euch vertraut? Richtig. Der Klüngel passt aufeinander auf. Dafür ist er da. Und das, was ich gerne hier möchte, ist auch Leuten zu vertrauen, dass ich hier bleiben kann. Ich möchte hier leben können. Das ist meine Heimat. Und genau dasselbe will Anna. Und das kann sie hier nicht. Das kann ich auch nicht mit diesen Leuten. Und ja, ich vertraue diesem Adam echt nur so weit, wie ich werfen kann. Ein paar Schritt vielleicht. Aber ich traue keinem anderen dieser Vampire hier in der Stadt. Vor allem nicht dieser Veronica, erst recht nicht diesem Pnava. Und wer da auch noch hier ist, diese komische Silkman oder wie sie heißt. Kein bisschen. Sie haben sie verkauft. Wie Vieh, wie Tier. Und das haben sie alle so mit durchgezogen. Und das war jetzt so die erste Idee, die das wirklich mal konkret angeht. Was sagt denn das unsere Vorgehensweise daran irgendwas ändert? Und Bruce steht so auf und Enko, was weißt du denn über diese Organisation? Du scheinst sie zu kennen. Sag doch du was dazu. Es spielten viele verschiedene Ebenen zusammen, denke ich. Die Sache, die Anna wohl dieser Stadt vorwirft, ist eine Sache. Wir wissen immer noch nicht, was genau dahinter steckt. Bisher haben wir nur das Wort des geschundenen und ausgestoßenen Vampirs, der behauptet, er wäre verkauft worden. Du behauptest, dass sie lügt. Ich sage nicht, dass ich das glaube. Ich sage, dass ihr Wort gegen das eines ganzen Primogenrates steht. Wen will man davon überzeugen? Wir brauchen Argumente und nicht einfach nur ein Wort. Das ist Politik, Bruce. Wie funktioniert das? Aber vielleicht sollten wir trotzdem anhören, was sie zu sagen haben, die anderen. Ich meine, diese Standesdünkel zwischen den Clans, man hat es ja gerade eben hier auch schon gesehen. Abgerissene Hippies. Damit ist für mich schon sehr viel gesagt worden. Bruce schaut auch nochmal richtig eindringlich zu Isaiah, als sie das nochmal wiederholt. So. Und tatsächlich lassen die Augen dann noch ganz starr nicht mehr von Isaiah ab. Das ist wirklich so. Das ist das eine Problem, was wir haben. Das andere Problem, ich weiß nicht, wie schwer es wiegt in dieser Stadt, aber Clan Brucha und Clan Gangrel haben die Camarilla verlassen. Aus eigenen freien Stücken. Ich kann es Ihnen nicht verdenken, nach dem, was ich hier in dieser Stadt schon alles gehört habe. Bis vor ein paar Jahren waren beide vollwertige Mitglieder unserer Gesellschaft. Und sie entschieden, dass der Weg der Camarilla falsch ist. Dem kann ich nicht folgen. Abgesehen von dem, was in dieser Stadt falsch läuft, vielleicht der große Weg der Camarilla ist, denke ich, ohne Alternative, wie Isaiah ja schon sagte. Die Clans mögen sich losgesagt haben, aber wer genau war das? War das jedes einzelne Clansmitglied oder waren das auch irgendwelche hohen Tiere, die diesen Beschluss gefasst haben, ohne ihre Clansschwestern und Brüder zu fragen? Ich denke nicht, dass sie jeden Einzelnen ihres Clans gefragt haben. Es ist wie immer in einer repräsentativen Demokratie. Irgendjemand oben entscheidet. Wir haben viel zu wenig Informationen über das, was hier läuft. Dieser Revolutionsgedanke, den dieser Brucha da in die Köpfe der Gangrel und anderen Brucha dieser Stadt hineinpflanzen will, ist, naja, einer Kriegserklärung nicht unähnlich.
Zumindest in dem, wie ich die Situation gerade einschätze. Und ich denke nicht, Bruce, dass du Krieg möchtest. Du möchtest frei und in Ruhe leben, hast du gesagt. Und das werde ich ihn nicht können. Und ich einpflanzen. Du schüttelst in den Kopf und wendet sich dann wieder so von Isaiah ab. Wer pflanzt hier wem was ein vielleicht? Vielleicht ist das der richtige Weg. Vielleicht ist die Revolution, wie er sie nennt, der richtige Weg. Weil das der Weg der Camarilla hier, das ist nicht der richtige Weg. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Mit den Leuten einen Pakt einzugehen, die geschworen haben, uns alle zu vernichten. Moment, du bringst hier zwei Dinge durcheinander. Ich wollte gerade sagen, der Weg der Camarilla ist es nicht, mit der zweiten Inquisition zu kooperieren. Aber die hier offensichtlich schon. Das ist das, was... Bruce, darüber haben wir vor Wochen... Deshalb reden wir überhaupt miteinander. Deshalb sind wir überhaupt keine Todfeinde, weil wir, nicht deute auf alle, wir verabscheuen, was mit Anna passiert ist. Es gibt Regeln, Bruce, und diese Regeln wurden hier anscheinend nicht eingehalten. Aber um das vor das Gericht zu stellen und die Schuldigen anzuklagen vor der Gerichtsbarkeit der Camarilla, brauchen wir Beweise. Das geht nicht mit einer Stimme, die behauptet. Deswegen ist unser Plan, ruhig zu halten, Beweise wollt ihr denn noch? Zeit zu schinden und Informationen zu sammeln. Verbündete zu sammeln, so wie Ronan. Menschen, die uns helfen. Vampire, die uns helfen. Wir sind viele. Zumindest denke ich, dass wir relativ viele sind für ein Klüngel von Neuen. Ich denke nicht, dass wir einen vernachlässigbaren Bereich der Vampirgesellschaft hier darstellen. Wir wollen also so ein korruptes Gericht richten lassen. Und was für Beweise sollen das sein, sollen jetzt noch kommen? Wir stehen am Anfang des Weges. Außer den offensichtlichsten Beweis, den wir haben. Eine Zeugenaussage, eine Opferaussage. Es steht Wort gegen Wort. Ich glaube ihr, Bruce, ich glaube ihr. Aber meine Ansicht ist hier noch nicht die ausschlaggebende. Noch nicht. Wir haben noch keine Macht in dieser Stadt. Wenn wir Macht hätten, könnten wir etwas mit unserer Stimme verändern. Aber damit wir Macht bekommen, müssen wir Einfluss gewinnen. Wir müssen das Spiel mitspielen, Bruce. Andrew, wie sollen wir Macht und Einfluss gewinnen, wenn wir nicht mal eine Einladung ins Elysium bekommen? Ich glaube, Veronica hat uns hier ganz schön geparkt. Die hat gemerkt, dass ihr gefällt irgendwas an uns nicht. Oder sie hat eine Ahnung oder keine Ahnung, aber sie hat uns hier schön geparkt. Ihr seid ja an den letzten Drecksort dieser Scheißstadt verfrachtet worden. Wir sind neu. Und wir haben keinen Kontakt zu anderen Vampiren, außer Ronan. Das hat sie geschickt gemacht. Und der hat uns gefunden. Oder euch gefunden. Wir, dort auf John, waren quasi für heute verabredet, um uns mal mit unserem Primogen dieser Stadt zu treffen. Um genau diese Probleme, die du gerade ansprichst, Sam, zu beheben. Wir sind jetzt in einer Welt, in der es nicht mehr um Tage oder Wochen und Monate geht, sondern in der es um Jahre, Jahrzehnte und Jahrhunderte geht.
Wenn ich sehe, was hier letzte Nacht passiert ist, letzter Tag, dann haben wir einfach nicht so viel Zeit. Natürlich, aber wir sind jetzt einen Monat hier. Das Elysium ist vielleicht nur einmal im Vierteljahr, vielleicht nur einmal im halben Jahr. Wissen wir nicht. Wir kennen diese Stadt nicht genug. Die Stadt hat keinen Prinzen. Sie trudelt quasi nur so vor sich hin. Sollte man da nicht meinen, dass sie bestrebt sind, wieder Ordnung in die Strukturen zu bringen? Diejenigen, die Ordnung in diese Strukturen bringen können, die bringen Strukturen in diese Ordnung, wenn sie davon überzeugt sind, dass sie selbst dabei gewinnen. Und dafür müssen wir sorgen. Ich denke, ja, Ronan, das steht hier noch hier rum. Macht euch auf den Weg zu eurem Primogen. Ich denke, Ronan kann jetzt auch dazukommen. Irgendwie mit der Zeit. Tok, tok. Bus dreht sich so ruckartig um. Buh. Na, das ist nicht witzig. Komm rein. Entschuldigung. Mach die Tür auf. Und die Fluppe, die drückt am Türrahmen so draußen aus. Guckt sich aber so. Wenn man vom Teufel spricht, meint John. Hattet ihr nicht was vor, John und Isaiah? Ronan lächelt breit. Wir machen uns gleich auf den Weg, keine Sorge. Wir gehen noch hey, gehen. Das ist ja eine herrliche Begräbnisstimmung. Tatsächlich aus Bruce, auch Bruce starrt dich jetzt so sehr eindrücklich an. Du siehst so seine ganzen Haare, der hat ja so lange struppige Haare, sind so komplett durcheinander. Und er hat so ein richtiges, spannungsvolles Gesicht so angespannt. Und okay, runter machst du die Tür zu mit einem Fuß. Bruce, was ich dich fragen wollte, kannst du Alkohol saufen? Zieht so eine Brau hoch, nickt so. Fup, greift unter seine Jackentasche und reicht eine Flasche rüber. Ja, Bruce nimmt diese und setzt sie an. Hey, da. Na, trink einfach. Zieht die leer. Wenn ich weinen könnte, würde ich es jetzt tun. Ja, und lässt sie dann einfach so auf den Boden fallen, so. Also ohne, dass sie jetzt zerspringt oder so. Hey Leute, was habe ich verpasst? Sam würde sehr sehnsüchtig auf diese Flasche gucken. Was habe ich verpasst? Bruce hat uns gewarnt, dass wir wohl von dem am Rande eines Krieges stehen. Feier eines Krieges. Es kam ja mal mit einer neuen Idee und schon denkt ihr alle an Krieg. Was soll denn der Scheiß? Okay. Ich war nicht da. Ihr müsst jetzt nicht auf Repeat drücken, aber vielleicht könnte mir jemand kurz zusammengefasst sagen, wo das Hauptproblem des heutigen Abends liegt. Das Hauptproblem ist ein Brucher namens Adam. Ach der. Ist das auch ein alter Bekannter von dir? Nicht wirklich. Also, wir wissen, dass er in der Stadt ist. Ja, auf jeden Fall, dieser Adam kam zu Anna oder Anna hat ihn zu mir gebracht. Und er hat uns eine Idee vorgeschlagen. Er plant, andere Gangrel und Ruha, die hier in der Stadt noch leben, zusammenzurufen. Und er hat den Plan, was ich tatsächlich befürworte, die anderen hier nicht, in diesem Elysium, was nie stattfindet, einen Platz für uns einzufordern in dieser Stadt. Damit wir, oder zumindest wie ich zum Beispiel, nicht hier wie der letzte Abfall leben müssen und uns immer verstecken müssen vor allen möglichen Leuten. Und so. Okay. Ronan greift in seine Tasche, zückt einen Stift, zückt seinen Notizblock. Also, Adam ist bei dir aufgekreuzt. Ja. Und hat die Idee der großen neuen Anarchenbewegung verkündet?
Er hat es nicht so gesagt, aber ja. Und dass es noch mehr gibt, die er an der Hand hat. Er erzählte zumindest von anderen Gangrel. Hat er eine Zahl genannt? Ich glaube 5 oder 6 war das, ne? Ja, mit vage gesprochen. 5, 6 Leute. Und die sollen hier in der Stadt sein oder irgendwo in der Wüste? Hier in dem Gebiet. Ich gehe mal davon aus, nicht in der Stadt. Die sind ja auch nicht geduldet. Das ist allerdings eine Modeerscheinung. Aber gut, wir sind an der Grenze zu Mexiko. Und er will auf die Himmelysium den Schwengel präsentieren. Ja, er hatte was davon erzählt, er wollte dort aufkreuzen und ja, seine Aussage solle im Optimalfall die schiere Anzahl an Vampiren, die da auftauchen, schon dafür reichen, dass darüber abgestimmt wird, ob wir nicht bleiben können. Das wäre ein gewissen Teil und ich glaube, er hat auch gesagt, welchen Teil er haben wollte, ne? Wie so ein Viertel oder sowas der Stadt oder so. Dass er einen gewissen Teil für die Brewer und Gangrel beansprucht, dass sie dort leben können und von den anderen in Frieden gelassen werden. Also, erstmal haben wir hier sowieso ein Grundproblem, weil für so eine kleine Stadt sind wir verdammt viele Kaniden. Das heißt, früher oder später wird das sowieso zum Problem. Taucht jetzt ein Rudel, ich nenne sie jetzt mal direkt Anarchen auf, gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn er wirklich, weil wir wissen nicht, wen Adam da dann aufgegabelt hätte, wenn wir Glück haben, sind es, so wie wir, sehr junge Leute, wenn wir Pech haben. Und es ist ein älterer Gangrel oder ein etwas älterer Brucher darunter, wird es schon interessant. Erinnert sich Bruce noch an die Leute, die er da gesehen hat? Er war ja auf der Feier bei dieser Party. Mhm. Hat er die ganzen Leute gesehen? Also, ja, du hast die so Vampire gesehen, ja. Also, wie sahen die so aus? Also, wie würde er die so einschätzen? War das eher so junge Typen oder? Also, vom Aussehen her waren die alle so, ja. Mal so, aber keiner älter als 35. Wenn ich mich recht erinnere, so auf dieser Feier, da waren einige Vampire noch. Ich glaube, das war die Band. 5, 6 Leute, knapp 30. Das Alter oder so. Bruce, das ist ziemlich cool, aber ja. Deutet mal auf Sam, sie könnte auch 190 sein. Ich weiß. Also. Dafür fehlen ihr die viktorianischen Wangenknochen. Theoretisch. Gut, nehmen wir an, er hat eine Truppe und marschiert da im Elysium auf. Ich gehe übrigens davon aus, dass die Einladungen bald eintrudeln, weil die Werbung fängt so langsam an. Dann weißt du mehr als wir. Tja. Primogen ist mein Sehneschall. Und es ist normalerweise so, dass die Neuesten die Einladung zuletzt bekommen, um ihm zu zeigen, wo sie in der Hackordnung stehen. Okay. Wie dem auch sei. Er marschiert mit 5, 6 Mann dort auf. Wenn alle Kaniten, die gemeldet sind, da sind, sind es vielleicht doppelt so viele. Ungefähr. Vielleicht 1,5-mal so viele. Also wir, der Primogensrat, wenn er vollständig antritt. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, wie alt die Mitglieder des Primogensrats sind. Wir haben noch ein weiteres Problem. Es gibt noch keine Instanz, die entscheidet. Wir haben keinen Prinzen. Das kommt ja jetzt auch bald. Und einen Aufmarsch eines Anarchenpöbels, Entschuldigung, das Wort war falsch gewählt, einer Anarchenaufsammlung, Versammlung,
in ein so fragiles Gebilde, das noch keine Führung hat, das gibt Mord und Totschlag. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich herkomme. Eventuell. Du willst es verhindern. Natürlich will ich Mord und Totschlag verhindern. Er schreit es an, als ob er das Natürlichste der Welt gesagt hat. Hier herrscht noch echt genug Chaos in der Stadt. Auch ohne eine neue Anarchenbewegung. Wobei. Ich denke, wie man mit den Anarchen umgehen wird, wird stark davon abhängen, wer zum Prinzen gewählt wird. Naja, der Stuhl der Brucher ist ja ohnehin oft eigentlich vakant. Es gibt zwar einen Vertreter, aber das könnte natürlich viel bewegen, wenn Adam aufmarschiert und sagt, hier, ich habe eine ganze Rotte mitgebracht, ich habe Anrecht auf den Stuhl. Wer vertritt? Gott, wie hieß der jetzt? Malcolm hieß er. Ja. Malcolm. Macron. Malcolm Macron. Ja, da. Bin ihm selbst nie begegnet. Ist das nicht der Gute, vor dem alle Angst haben? Ronan grinst. Es gibt ja auch einen unsichtbaren Sheriff, den nur eine Handvoll gesehen haben, aber jeder schwört, dass er da ist. Das wird so oder so ein Pulverfass. Boah. OT, die Theorie. Ronan ist eigentlich der Sheriff. Der tut nur so. Verdunklung 3. Läuft bei ihm. Gut. Ich denke, das ist eine Sache, um die wir uns kümmern müssen. Und dieses... Also... Naja gut, Bruce, du wirst keine Einladung bekommen und Anna auch nicht, denn ihr existiert nicht. Ja, das weiß ich. Ihr solltet auch nicht gesehen werden. Wir kennen die Problematik. Ich hab's versucht zu vermeiden. Ihr lebt in unserem Territorium und solange ihr euch hier unauffällig verhaltet, sind wir für euch verantwortlich. Also wir sind immer für euch verantwortlich. Aber ich glaube, du weißt, übrigens, was gemeint ist. Diese Verantwortung bedeutet auch, dass sobald ihr den Kopf übers Wasser haltet und euch euren Auftritt abzieht beim beim Elysium, dann sind wir dran. Wir dafür verantwortlich, euch einen Kopf kürzer zu machen. Und wir wollen das nicht. Vielleicht braucht diese Stadt einfach wirklich einen großen Knall. Das war auch nicht das, was ich wollte. Ich wollte euch nur davon überzeugen, dass wir mal mit ihm reden. Weil im Gegensatz zu der Aktion mit dem Bürgermeister wirkte, als Anna ihn mitgebracht hat, dieser Adam immerhin einigermaßen vernünftig und, naja, irgendwie vernunftbegabt. Ich weiß nicht, wie das mit Angela aussieht. Vielleicht. John grinst und meint, ich glaube nicht, dass sie sich mit ihm unterhalten will. Ich glaube, sie will ihm ganz andere Dinge antun. Ich weiß nicht genau. Vielleicht kennst du sie da ja besser. Aber ich hatte halt eigentlich die Idee, dass wenn es auch nichts ausmacht, dass wir das ja eventuell nutzen könnten, also diese Ansammlung an Leuten, damit einer von euch der Chef wird und das regelt. Ich weiß es auch nicht, mir ist das scheißegal. Ich will ja einfach nur verdammt nochmal wohl und meine Ruhe haben. Allerdings wäre es vielleicht wirklich nicht schlecht, einmal mit Adam zu reden und zu gucken, ob er nicht noch ganz andere Hintergedanken hat. Vielleicht sollte das jemand tun, den er noch nicht wirklich kennt oder zu dem er keine schlechte Verbindung hat. Wer sollte das sein? Er hat alle von uns schon gesehen. Bruce, bei dem war er ja immerhin. Oder Ronan. Mich kennt er nicht.
Und er hat mich nicht mit euch gesehen. Und auch nicht mit Bruce. Außerdem Ronan kreppelt mal so sein Erbe noch ein Stück weiter hoch, er blößt noch ein paar mehr Tätowierungen. Haben wir ein Hobby, ein gemeinsames. Reizend. Bruce, vielleicht sollten wir wirklich mal mit ihm reden. Das ist die beste Idee, die ich heute Abend gehört habe. Ganz ehrlich. Neben, dass ich neuen Whisky kaufen muss. Oh. Unser Vorteil ist es, dass wenn sie wirklich diesen kriegsartigen Aufmarsch machen, dass die Camarilla es sich nicht leisten kann, uns als kampfkräftigen Bestandteil zu verlieren. Das heißt, wir sind wertvoll. Und wir können auch Dinge beanspruchen deswegen. Vergesst nicht, dass ihr durch die Aktion mit dem Bürgermeister extrem beobachtet werdet. Wenn die Truppe aufmarschiert und ihr euch gegen sie ganz offen stellt, würde das auf jeden Fall Pluspunkte bedeuten. Außerdem wiegen kleinere Fauxpas, er wirft mal so einen Seitenblick in die Runde, nicht so schwer wie mit einer Truppe aufzumarschieren, wo 80% eigentlich gar nicht in der Stadt sein dürften. Vermutlich. John meint dann so, ja. Was ist, wenn wir ihn diesen Adam auf dem Silbertablett servieren? Ohne den Kopf ist die Schlange meistens so ungefährlich. Du kennst Angelas Meinung dazu. Und Anna ist damit auch nicht d'accord. Und wir wären damit nicht besser wie sie. Ja, richtig. Ein Mord löst leider selten ein Problem. Kurzfristig löst ein Mord immer ein Problem. Langfristig gesehen führt es zu größeren Problemen. Außerdem, was schon als Mensch problematisch ist, Kaniten neigen leider dazu, ein ausgesprochen langes Gedächtnis zu haben. Macht die Sache nicht einfacher. Ach, Anarchen. So viel weiß ich zwar auch nicht über die, aber was mir mein illustrer Erzeuger erzählt hat, unterm Strich haben die sich auch nicht großartig von der Camarilla unterschieden. Es gab immer einen, der das Sagen hatte, entweder der Stärkste oder der Cleverste oder beides. Und wenn jemand nicht gespurt hat, bekam er eins aufs Maul. Also wo ist letztendlich der große Unterschied? Die Freiheit ist sowieso häufig nichts weiter als eine schöne Verkleidung. Ich bin ja selten so d'accord mit Ron, aber da stimme ich ihm völlig zu. Gesetze, die Regeln, Traditionen haben die Kaniten jahrhundertelang beschützt, ja, aber die Kaniten haben auch gedacht, dass die Menschen dämlich sind. Die Regeln sind nicht ohne Grund da, ja. Aber sie wurden häufig so streng durchgesetzt, dass irgendwann jedweder freie Geist erstickte. Und gerade Brucher und Gengul sind die, die sich nicht ersticken lassen. Aus unterschiedlichen Gründen. Die einen, weil sie häufig ein Problem haben mit Autoritäten, die anderen, weil sie ihre persönliche Freiheit mehr als alles andere lieben. Seit London und Wien. Ja. Ja. Alle von uns trauern der Pyramide nach, außer ich vielleicht. Bei der Pyramide schaut Bruce ein bisschen verwirrt in die Runde. Das Hauptzentrum der Tremere. Die Pyramide. Klar. Nicht so. Ich war nie da. Gab's ja schon nicht mehr. Aber was hier auch immer abläuft, die Camarilla hier tickt falsch. Der Grundgedanke... Ich würde noch nicht mal sagen, dass sie falsch läuft. Vielleicht läuft sie nur anders.
Und die Vampire hier in der Stadt haben sich den Bedingungen angepasst, denn die Bedingungen hier sind nicht die einer normalen Stadt. Das ist richtig. Und mein Gespür sagt mir einfach, es wäre zu einfach, jemanden von denen wie dem Prinzen oder dem Primogenzrat als kategorisch böse oder feige abzutun, wenn sie bestimmte Dinge getan haben. Wirf mal so einen Blick zu Bruce. Wenn sie etwas getan haben, dann weil es dafür einen Grund gab. Das Andrew fasst sich so an die Schläfen, schüttelt dann so ganz auffällig mit dem Kopf. Das mag sein, aber das... Das ändert nichts daran, dass es falsch war, aber wenn wir wissen, warum etwas geschehen ist, können wir eine Sache vielleicht wirklich zur Aufklärung bringen und verhindern, dass so etwas oder etwas anderes oder noch Schlimmeres nochmal passiert. Wenn wir einfach alle absägen, überspitzt gesagt, löschen wir die Helfershelfer aus, aber nicht den Grund. Warum etwas getan wird oder warum so entschieden wurde, wie entschieden wurde. Der Primogensrat entscheidet gemeinschaftlich, auch wenn der Prinz eine Stimme mehr hat. Es gibt keinen Prinzen. Eben. Und wir wissen nicht, auf was sich diese ganzen Entscheidungen, die gelaufen sind, gründen. Gab es eine Bedrohung? Stand die zweite Inquisition mit 200 Leuten mit Flammenwerfern hier? Wissen wir nicht. Waren Werwölfe in der Stadt? Wissen wir nicht. Was sind denn Werwölfe? Ich entschuldige bitte. Werwölfe. Das sind doch Kindergeschichten. Schon eine Grinse. Wir sollten es jetzt dringend herausfinden. Nichts passiert in dieser Stadt ohne einen verfickten Grund. Ich denke, das Beste, was wir machen können, ist, in Bezug auf die Anarchen die Füße stillzuhalten. Oder ich werde es zumindest tun. Ich habe nicht die geringste Motivation, mich mit einem zu treffen oder zu besprechen oder mir seinen Casus Belli anzuhören. Was ich nicht ausschließen will, und da bin ich ganz ehrlich mit euch, ich denke, Adam kann ein nützlicher Idiot für uns sein. Aber es ist, wie es noch vor einiger Zeit war, wir wissen zu wenig. Das Erste, was ich machen werde, ist, ich gehe gleich zu Sabra Ortis und versuche ein bisschen Licht ins Dunkel hier zu bringen. Ja, dann. Es bleibt alles bei Bruce, meint Adam. Andrew. Jetzt geht's los. Also, ja, das ist Doppel-A, ist schwierig. Epischer gespawnt ist der. Andrew, Adam, Anna. Hey, wenn ihr einverstanden seid und Bruce auch, reden wir mit Adam. Ich will mich darüber keinen hinwegsetzen. Also, ich meine, wir kennen uns nicht wirklich lange. Ich würde es gut finden, wenn du mit Adam redest. Ja. Mich würde interessieren, was sie genau vorhaben. Andrew, gehst du das interessiert mich bitte auch. Mal ins. Kannst du mal bitte ins Nebenzimmer gehen? Irgendwas an dem Gespräch gerade tut dir nicht gut. Er steht auf und geht nochmal zu Bruce rüber, guckt Bruce so tief in die Augen. Bruce. Ich mag dich. Bitte tu nichts, was das ändert. Okay? Wir werden sehen. Für jetzt reicht mir das. Für jetzt. Weißt du, ich sorge für diese Leute hier. Ich denke, das verstehst du.
Ich weiß. Du sorgst für deine Sire, das verstehe ich. Ich möchte, dass du weißt, dass ihr mir nicht egal seid, ihr beide. Was immer du machst, denk dran. Ja. Du schaust ihn so zurück, tief in die Augen, und erwidert halt den Blick und dann nickt er einmal so. Und fasst sich wieder so an den Kopf und guckt zu Samantha und geht dann in den Nachbarraum. Okay. Schon wieder so leise. Ja, auch so ein bisschen, es folgt ein verwirrter Blick zu Sam rüber, so. Was war das? Ich würde Ronan anschauen. Nach Motto. Ja. Gut, dann nehme ich das mal als positives Zeichen, dass alle damit einverstanden sind. Zuck mal so ein bisschen hilflos mit den Schultern. Gut. Bruce bückt sich, hebt die Flasche auf und dann drückt sie. Dann drückt er sie dir wieder so hin. Da geht er hin, der 30 Jahre alte Whisky. Na dann komm, Isaiah, meint John. Wir haben einen Antrittsbesuch. Ich liebe solche Besuche. Nicht. Ronan so beugt sich mal so ein bisschen an Bruce vorbei und macht ein leicht wirrendes Geräusch, als die Ventros so aufmarschieren. Bruce lehnt sich so minimal in seine Richtung, wenn sie weg sind. Ronan, du hast gar nicht drauf geachtet, aber irgendwie mit der Lederhose, die dieser Riese anhat, der neben dir steht und dich gerade ein bisschen schief anguckt. Lederhose? Er grinst. Ronan, ja, es ist so eine Biker-Lederhose. Achso. Bayerische Lederhose. Okay. Bayerische, nee, keine bayerische Lederhose. Der bayerische Brucher. So. Also er sagt nichts, du hast irgendwie auch nicht auf ihn geachtet, was man ja auch selten tut, ja, aber auf einmal wirst du seiner gewahr und er guckt so auf dich runter. Grinst du nach oben? Hey! Ja, Scheiße, kannst keine Gesichtsregung sehen, weil er hat ja eine Maske auf. Scheiße, bist du groß. Während wir quasi, John geht vor und ziehe auch quasi die Tür hinter mir zu und guck so über die Schulter. Respekt ist die Grundlage jeder Gesellschaft. Und dann mache ich die Tür zu. Was ein Arschloch. Oh Gott, ist mir schlecht. Sorry, Dicker. War nur auf Isaiah bezogen. So, was machen wir jetzt mit diesem anderen Problem? Dein freundlicher Stalker von nebenan. Stalker? Ups. Toller Detektiv. Ja, Bruce hatte das mitbekommen. Aber der wusste auch nicht. Aber der wusste nicht, dass das ein Stalker ist und auch nicht den Namen. Er wusste nur, dass John angeschaut. Nee, warst du nicht im Hotel, als Amanda bei uns war? Nee. Okay. Ron guckt die Schultern, schaut zu Sam. Weil hast du noch mehr rausgefunden? Tja. Naja, er hat das Gebäude hier gekauft und vermutlich, er verfügt über extremste Geldmittel und ist wohl in der Lage, auch andere Gebäude zu kaufen. Oh fuck. Woher hat der Kerl so viel Geld? Tja, ansonsten ist seine Akte sauber und glatt wie ein Ventru-Arsch. Entschuldigung, ich muss mal gerade ganz kurz. Erinnert ihr euch an Baldur's Gate? Mm-mm. Ein Hotel ist so sauber wie ein Elfenpopo. Ja, genau. Da findet sich nichts, zumindest nichts Offizielles. Also keine Steuerhinterziehung, keine Strafzettel, keinerlei Auffälligkeit.
Keine Adresse hier, hattest du ja schon gesagt. Sacramento. Dieser Arsch muss doch hier irgendwo zu finden sein. Naja, vermutlich bucht er sich in mehreren Hotels ein. Unter falschem Namen vielleicht. Dann kannst du es nicht zurückverfolgen. Und also wenn du genug bezahlst, schweigt jeder Portier des Nachts oder des Tags. Gibt es hier keine Überwachungskameras auf den Straßen? Naja, sicher könnte man ihn irgendwie mal erhaschen, aber das zeigt ja nichts. Wenn er irgendwo offiziell als Geschäftsmann unterwegs ist, dann begeht er keine Straftat. Ich kenne mich da ja nicht so aus, aber wenn man bei der örtlichen Polizei nachfragen könnte, würde das was helfen? Hab ich. Ich kenne da zufällig den Sheriff. Ah. Bruce kennt den Sheriff. Also den menschlichen Sheriff. Du könntest ja mal fragen, das wäre schon gut. Weil wenn der uns jetzt... Andersrum wäre, glaube ich, effektiver. Wenn er den vampirischen Sheriff kennen würde, wäre es, glaube ich, besser. Also ich sag mal... Ich meine, wie kommt er überhaupt auf die Idee, hier Bauarbeiter reinzuschicken? Naja, warum nicht? Das Gebäude gehört ihm schon. Ja, aber denkst du, er wusste, dass wir hier wohnen oder nicht? Hast du mal einen Stalker? Also, ich weiß nicht, wie weit er geht. Wahrscheinlich weiß er, dass wir hier wohnen, aber... Ja. Also, ich will nicht sagen, Sammy, aber du bist nicht gerade unauffällig, wenn du irgendwo lang marschierst. Sorry. So ein bisschen mit den Schultern. Da bleibt einfach was hängen, er tippt sich so in die Stirn. Ja, aber wenn er mich kalt machen will, warum tut er es dann nicht einfach? Ein Stalker macht nie jemanden kalt. Hallo? Tagsüber hier die Wände anbohren? Es bedeutet nur, dass er... Also ich denke nicht, dass er weiß, was du bist. Naja, also wenn er mich verfolgt, dann müsste er auch gesehen haben, dass John wieder ganz gut beieinander ist. Ja. Vielleicht überlegt er sich einfach seine Schritte und versucht einfach verschiedene Dinge, um zu gucken, womit er mit was Erfolg hat. Um da was Genaues zu sagen, müsste ich ein psychologisches Profil anfertigen und das kann ich aufgrund der geringen Datenmenge nicht. Habt ihr mal in den Truck unten geschaut? Wisst ihr, was die hier eigentlich wollten? Außer Löcher in die Wand bohren. Du meinst, ob sie irgendwelche Auftragspapiere dabei hatten? Naja, zum Beispiel. Danach hätte ich als erstes geguckt. Wir waren bisschen schon klar. Anderweitig beschäftigt. Schon klar. Ich verstehe schon. Also, das ist halt schwierig. Ich meine, vorübergehend. Nur um sicher zu gehen für ein, zwei Tage. Könnten ein paar zu mir, allerdings ist meine Bude kackklein. Bruce regt sich in dem Moment kein Stück, macht nicht auf sich aufmerksam oder so. Du hast ja jetzt auch schon den Kater einquartiert. Richtig, der ist auch ordentlich dick, der nimmt auch nicht viel Platz weg. In der Zwischenzeit, kleiner Jumpcut zu John und Isaiah. Und Isaiah so zu John, also wenn ihr morgen nicht bei euch pennen wollt, ihr könnt auch zu mir rüberkommen. Jump Cut zurück in die andere Szene. Oder ich könnte versuchen, für einen vorübergehenden sicheren Unterschlupf zu sorgen, aber das geht halt nicht über Nacht. Falls keiner eine andere Idee noch hat, wo jemand unterkommen könnte, und sei es nur einer. Vielleicht ist es ganz gut, wenn nicht alle auf einem Fleck hocken. Gerade. Ach, warte mal kurz. Also, ich würde gerne mit zu dir kommen. Ronan grinst. Okay, gut, dann ist das alles erledigt. Nochmal einen Tag nicht schlafen, ich glaube, dann drehe ich durch. Also, es ist auch so, das war ziemlich. Das konnte Bruce auch deutlich sehen, als sie das sagt, huscht so ein richtig breites Grinsen so mal ins Gesicht. So. Ja, Bruce schaut so ganz kurz hin, bricht dann wieder weg. Kneift uns die Augen so schnell kurz. Und während er noch die Augen so zusammengekniffen hat,
Also, immerhin du und Andrew können auch zu mir. Schaut er bei so beschämt nach unten, so. Aber Isaiah kommt mir nicht ins Haus. Naja. Isaiah hat seine eigene Bude. Oder das gibt's offiziell John. Nicht. Ja. Warte, wir bleiben eben doch hier, weil ich kann John eigentlich niemanden zumuten. Auf der anderen Seite wäre es natürlich lustig, wenn jetzt gerade so die halbe Truppe bei dir reinschneidet, Bruce, und auf einmal, guck mal, Adam. Unwahrscheinlich. Wir wollen uns das nächste Mal auch wirklich mit seinen Leuten treffen. Naja. Auf jeden Fall ein paar Möglichkeiten gibt es, zumindest vorübergehend. Ja. Oder wäre es möglich, uns irgendwelche Wachen zu besorgen? Wachen? Ja, irgendwen, der die Bauarbeiter, wenn sie mal wiederkommen, wegscheucht. Brode grinst ein bisschen. Also ich kenne da zwei, drei Iren möglicherweise, die... Cool. Schockierter Blick zum Ding. Ja, auch so die so... Ja. So. Ja. Ich habe kein Ghoul. Ghoul? Okay. Mann, bin ich froh, dass ich nicht dabei sein muss, um das Bruce zu erklären. Naja, ich habe auch keinen. Bislang. Ich habe noch nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Hm. Du züchtest dir doch gerade ein. Ja, genau. Allerdings vielleicht, na, ich muss mir überlegen. Oh, verdammt. Andrew? Hast ich gehe mal nachgucken. Hier ist eine dreckige Mücke. Ja, gehst nachgucken. Ja, der steht irgendwie mitten im Raum und hat irgendwie so ein Buch aufgeschlagen. Blätter da drin rum. Was ist das denn für ein Buch? Schaust über die Schulter und das Buch hat leere Seiten. Kenn ich das Buch? Hat das schon vorher mal in der Hand gehabt? Das ist eins der Notizbücher, die ihr euch besorgt habt. Okay. Creep! Kommst du darüber? Okay. Klappt das Buch zusammen, legt es auf die Anrichte. Wenn das eine, ach, tut mir leid wegen dem Whisky. Ich dachte, kannst du nicht mehr trinken? Nein. Wirklich so, man sieht so wirklich so ein bisschen Trauer in seinem Gesicht. Ach, das ist gar nicht normal, dass ich das kann. Schaut so runter auf seinen Bauch, der wahrscheinlich noch aus seiner Vorzeit echt dünn und ein bisschen abgemagert ist. So. Cool. Bruce, ich hasse dich ab heute. Grinst so ein bisschen. Du hast mein absolutes Beileid. Er schaut so nochmal auf diese Flasche wahrscheinlich ziemlich guten Whiskys. Also, Bruce, hattest du eigentlich einen Ghoul? Ich meine, gut, du bist ja nicht so lange hier. Ein was? Ein Ghoul. Ein was? Oh. Oh. Okay. Ich glaube, damit Andrew auch wieder reinkommen. Also ein Ghoul, also wenn ein Vampir einem Menschen von seinem Blut zu trinken gibt, macht er ihn zu einem Ghoul. Der Mensch wird davon abhängig und naja, bekommt, wenn er älter wird, ein paar Fähigkeiten, die auch ein Vampir bekommt und altert nicht mehr so wirklich. Als du angefangen hast, mit Ägyptes Blut zu trinken, siehst du bloß dieses What the fuck-Gesicht so. Ja, Andrew zieht Samantha nochmal, bevor er wieder rüber geht, irgendwie nochmal zurück in die Wohnung, also in das Zimmer. Macht die Tür dann nochmal zu. Ich
Irgendwas. Weiß nicht. Warte mal. Nimmt sich das Buch wieder, nimmt sich einen Stift und fängt an, was zu kritzeln. Und ja, es dauert eine Weile. Dann hat er dir so ein Bild gezeichnet. Irgendwie so eine Skizze von einem Gesicht. Aber so nur so ganz grob. Ist das der Stalker? Ich schaue es mir an. Nee. Nein. Warum kommt mir das Bild jetzt irgendwie vor dem... Ach, verdammt. Ich weiß es nicht. Egal, wir sollten wieder rübergehen, hast du gesagt. Geh du schon mal vor. Ich schaue mir das Bild noch mal kurz an, ob ich mich daran erinnern kann. Gut. Dann geht er rüber. Dann reiße ich dieses Bild aus dem Notizbuch, falte es zusammen und stecke es in die Hosentasche. Huch, hier fehlt eine Seite. Weil das möchte ich Ronan mitgeben, wenn er geht, heimlich. Naja, also auf jeden Fall so funktioniert das Ganze und theoretisch klappt das auch mit Tieren. Angeblich. Ich habe es nicht versucht, aber... Ja, Bruce schaut dich so ganz irgendwie an. Wer macht denn so eine kranke Scheiße? Ah, lass mal überlegen. Ich glaube 95% aller Kaniten. Oh. Was? Warum War sind denn Boogie alle kein so... Famulus? War Boogie nicht dein Famulus? Nee. Okay. Ich wollte natürliche Ketter. Ja, jetzt hast du Chat. Ja, gut, die ist so. Und Boogie, aber das ist was anderes. Bruce, nee. Unser Blut an eine Menge echt abgefahrener Dinge. Ich merke das schon. Aber... Ach, diese egal. Vorstellung mag dir ekelhaft erscheinen, Bruce. Aber es gibt einem die Möglichkeit, eine Person zu haben, der man wirklich ernsthaft noch vertrauen kann und die Dinge für einen erledigen kann, die man nur bei Tag erledigen kann. Das könnte man mit echtem Vertrauen auch, müsste sie nicht unter Drogen setzen. Aber ich glaube, da bin ich einfach anderer Meinung. Geht's dir gut eigentlich? Also zu, nicht Adam. Ach, Andrew. Natürlich. Wieso soll es mir schlecht gehen? Ist so aus, als hättest du Kopfschmerzen oder so. Nein. Naja. Wir haben den Tag über nicht geschlafen. Ich glaube, wir sind alle nicht ganz fit. Aber wo wir gerade bei dem Thema waren, Bruce, du weißt schon, was ein Blutsband ist, oder? Klar. Und du ziehst so eine Augenbraue hoch. Klar. Schaut nach links und nach rechts. Ich glaube, da würfel ich mal nicht. Nee. Okay. Also, oh Gott. Also, wenn du das mit Ghoulen schon creepy fandest, das ist erst recht abgefahren. Ich glaube, ich will das gar nicht wissen. Wenn ein Vampir von Nein, einem... wirklich. Das macht mich nur trauriger, glaube ich. Du solltest Vampir das wissen, Bruce. Von einem anderen Vampir trinkt, entsteht ein Band zwischen diesen beiden. Das Normalste ist das von Erzeuger zu Kind. Aber so, in dem Moment legt Andrew so den Arm so um Samantha. Oh. Also wenn man das immer und immer und immer wieder macht, in regelmäßigen Abständen, wird dieses Band immer stärker. Das reicht von Sympathie bis hin zu vollständiger, konditionierter Abhängigkeit. Ich sag schon, kranke Scheiße.
Früher, das weiß ich von meinem Erzeuger, war es üblich, dass nach althergebrachter Sitte, dass die Erzeuger ihr Kind, um sicher zu gehen, halt mehrfach an sich gebunden haben, damit das Kind sie nie hintergehen kann. Mein Klachan Adacha war besonders charmant drin. Ich weiß gar nicht, Andrew hat das schon länger nicht mehr gemacht, oder? Wir haben doch gesagt, das war am Anfang ein paar Mal und... Ja, schaut so. Sieht. Weiß nicht, inwiefern das... Also es ist ja nun auch... weiß nicht. Also musst du mir sagen, ob du das gemacht hast oder nicht. Müssen wir mal abklären. Gut, dass ich einer habe. Nur, dass du Bescheid weißt, Bruce, für den Fall, dass jemand Schwüre wurden häufig auch so besiegelt und zum Teil machen sie es heute auch noch so. Okay, danke dafür. Wir springen mal mit Blick auf die Uhr nochmal zu Isaiah und John rüber, die Sabra Ortiz ja aufsuchen wollten. Habt ihr euch irgendwie eine Kontaktadresse raussuchen lassen? Genau. Und kommt halt an eine, ja, typisch im Ventru-Style, eine sehr teure Gegend. Erstklassiges Klientel, Villenviertel mit einzelstehenden Häusern, die mit hohen Hecken und Toren umgeben sind. Merkwürdigerweise lassen euch die Security Guards, die auch irgendwie um das Gelände durchstreifen, durch. Mhm. Und ihr werdet in so einem Art Gästeraum irgendwie so ein, wo so eine lange Tafel steht mit feinem Geschirr drauf, irgendwie Kerzenleuchtern, prunkvolle Teppiche auf dem Boden. Ein Feuer, also ein Kaminfeuer prasselt. Teure Gemälde an den Wänden. Alles sehr gehoben, sehr stilvoll. Sehr sauber. Nobel, nobel. Ja. Ja, und die Dame kommt, kommt dann, nachdem ihr irgendwie, keine Ahnung, 10 Minuten gewartet habt, eine recht jung aussehende, kurzhaarige Frau. Anscheinend irgendwie indigene Wurzeln. Zumindest kann man das an ihrem Aussehen noch irgendwie nachvollziehen. Kurze Haare. Und ist in einem feinen, weißen, teuer aussehenden Pelzmantel gekleidet. Hat darunter ein Kostüm. Auch das auf den ersten Blick von Isaiah natürlich stilvoll passend. Sehr gut. Die Schmeide um den Hals. Ich sehe die gerade zum ersten Mal, ne? Ja. Deute so eine Verbeugung an und sage, Miss Ortiz, es ist schön, Sie kennenzulernen. Mein Name ist Isaiah Williams. Den Segen das der ist Nacht. John Doe. Den Segen der Nacht. John Doe, hm? Setzen Sie sich. Ja, ich setze mich. Sie setzt sich irgendwie an den Kopf des langen Tisches. Das ist so ein bisschen thronartiger Sessel, der da ist. Knautscht lautstark auf, als sie sich ja draufsetzt. Mhm. Bei euch sind eigentlich nur relativ normale, aber auch bequeme Stühle. Bei uns sind es nur Eames Chair. Ne? Also er beugt sich dann nochmal so vor und sagt dann, ich habe das richtig verstanden. Ihr seid der Primogen, der Ventru in dieser Stadt? Das ist so korrekt.
Ich denke, dieses Treffen war auch lange überfällig, aber mein Terminkalender. Wer könnte es für ihn verübeln? Ich habe davon gehört, dass ihr euch hervorragend geschlagen habt in der Bürgermeistersache. Nun, es gab unvorhergesehene Komplikationen und wir haben uns den Umständen entsprechend eine zügige und wirkungsvolle Lösung entschieden. Das freut mich. Und man merkt so auch so, dass er sehr so dieses Manager-Sprech verfällt, wo immer so, wenn man so hört, wenn man jemandem so erzählt, ja, die Quartalsergebnisse waren super. Ja. John rollt mit den Augen. Wir wollten uns erkundigen, wie sieht das aus? In absehbarer Zeit muss ein neuer Prinz bestimmt werden und es muss ein Elysium stattfinden. Ah, ja. Ihr habt noch keine Einladung erhalten? Das ist korrekt. Oh, da muss ein Fehler vorliegen. Das muss dringend nachgeholt werden. Ich werde wohl ein ernstes Wörtchen mit Frau Skillman sprechen müssen. Das hängt sicherlich damit zusammen, dass eine unserer Bekannten kürzlich so unschön mit Miss Gilvain aneinander geraten ist. Ist das so? Sie ist eigentlich keine nachtragende Person. Also er nimmt sich so 2 Sekunden, um zu überlegen und dann so. Naja. Ihr Kopf ist meistens woanders. Sie weiß aber, wo ihr Platz ist. Nicht auf den gehobenen, elitären Sachen, wo sie immer gerne sein würde. Also er gibt so ein halbherziges, so ein einseitiges Schulterzucken, meinst du ja? Toreador eben. Ja. Könnten wir denn schon mal den Termin des Elysiums erfahren, dass wir uns vielleicht angemessen vorbereiten können? Und des Weiteren würde uns natürlich interessieren, werdet ihr kandidieren für den Platz, für die Position des Prinzen? Oh, selbstverständlich. Ich meine, diese Stadt braucht nach dieser langen Führung von Iddo, die wirklich lang und entbehrungsreich, ja, danke. Entbehrungsreich war durchaus mal eine, naja, fähige Hand. Also er nickt nur, absolut, sehe ich absolut genauso. Und ich denke, ein Toreador mit Frau Skillman wird keinen Prinzen abgeben können. Nein, ein Nosferatu will niemand als Prinzen und Joe hat sowieso keine Ansprüche auf den. Wer will schon einen Malkavianer Prinzen und wer Frank kennt, weiß, dass er auch keine Ansprüche hat. Und naja. Frau Guerrero. Naja, vielleicht hat sie sich durchringen können und hat Ambitionen. Ansonsten sehe ich da nicht wirklich Konkurrenz. Ja, Miss Guerrero wirkte auf mich tatsächlich immer wie jemand, der gerne in der zweiten Reihe spielt. Ja, da gehört sie auch hin. Ich muss gerade mal ganz kurz sagen, also holy shit, die ist so auf sich selbst eingenommen. Boah, ist das widerwärtig, ey. Gut. Genau. Ich wollte dich noch fragen nach dem Areal, das wir da zugewiesen bekommen haben. Ach ja, die Vorstadt, nicht wahr? Ja, Entwicklungspotenzial.
Das ist schön formuliert. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht mehr unbedingt nach euren Ansprüchen entspricht, aber nun, ihr seid neu in dieser Stadt. Soll ich mich für euch ein bisschen stark machen, dass ihr nötige Mittel bekommen könnt, um das die Gegend ein bisschen aufzuhübschen? Ich denke, das können wir langfristig sicherlich in Angriff nehmen. Im Moment arbeiten wir daran. Ich kann es ja nicht dulden, dass zwei meines Clans, jetzt wo wir wieder ein paar mehr sind in dieser Stadt, in so einem Drecksloch wohnen müssen. Ja, wir haben ja auch unseren Stolz. Wir sind durchaus in der Lage, uns... Ist da nicht auch diese fürchterliche Rockerkneipe? Ja. Vielleicht nimmt sich den mal irgendwann jemand an. Oh. Aber eine ganz andere Sache, über die ich noch erkundigen wollte. Hm. Ich habe, als ich kurz nachdem ich in die Stadt kam, habe ich einen aufgebrochenen Panzerwagen in den Straßen stehen sehen, der ein bisschen wirkte, als würde er zu unserem Spezialkommando gehören. Ist das so kritisch in dieser Stadt mit der zweiten Inquisition? Oh. Schaut ein bisschen so nach rechts und links. Solche unschönen Themen anzuschneiden in unserem ersten Treffen. Wie kommt ihr darauf, dass die zweite Inquisition in der Stadt ist? Nun. Habt ihr da ein paar Informationen? Ein aufgebrochener Panzerwagen kann nun viel, es ist viel zu viel. Diese Straßengangs rund um Malcolm. Es ist fürchterlich. Also er schaut dir direkt in die Augen und sagt, egal wie viel Muskeltraining die Menschen machen, sie sind doch nicht in der Lage, Metalltüren aufzureißen. Das heißt, ihr wollt implizieren, es war einer von uns, der unvorsichtig war und Spuren hinterlassen hat. Und ihr wisst bestimmt, wer das war, wo er ist und habt... Ich habe absolut keine Ahnung. Oh, das ist schade. Es war nur etwas, das mir im Vorbeigehen auffiel. Und ich dachte mir, das wäre sicherlich ein Thema. Wo habt ihr das denn gesehen? Das war ja in der Nähe von dem Hotel, wo das erste, diese erste Wahlkampfveranstaltung war. Und ich sag quasi so, ich will ja nur, dass sollte die zweite Inquisition in der Stadt sein, dann ist das ja eine Gefahr, die wir als, sage ich mal, die Berechtigten und die Herrschberechtigten, sind ja quasi der Pflicht, unsere Schäflein zu schützen. Das ist richtig. Das ist in dem Gebiet von Frau Guerrero. Das heißt, einer ihrer Schützlinge ist kriminell auffällig geworden. Das ist hervorragend. Das werde ich gut benutzen können. Aber wie kommt ihr jetzt auf die zweite Inquisition? Oh, es war nur eines der Dinge, die ich in den letzten Wochen vermerkt habe in meinem Hinterkopf, die mir wichtig waren, nun mal, wo ich bei meinem Primogen bin, ansprechen wollte. Macht euch keine Sorgen, diese Stadt ist sicher. Oh, tatsächlich. Ja. Wir hatten in New York, wo ich herkomme, in letzter Zeit anstrengende Situationen. Oh, ich hörte davon. Kritisches, aber Missgeschicke geschahen und unter meiner Führung wird es weniger Missgeschicke geben. Ich habe da schon einige Pläne, wie man mit Kainiten umgehen sollte, die... Ich meine, es braucht eine harte Hand.
Edo war da immer sehr freundlich zu den Kainiten. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist in der heutigen Zeit. Die zweite Inquisition ist, wie Sie schon sagten, eine ständige Bedrohung. Und absolut. Wenn wir nicht hart durchgreifen, wird es gegen uns alle zurückfallen. Ja, da bin ich absolut Ihrer Meinung, Miss Ortiz. Nachher siedeln sich noch Kaitiff oder noch schlimmer Dünnblüter in dieser Stadt an. Also Dünnblüter, das könnte man ja unter gar keinen Umständen vertreten. Nein. Richtig. Dünnblüter sind ja letzten Endes auch das Zeichen für den Weltuntergang. Sowas wird hier nicht geduldet. Richtig. Es ist eine vorbildliche, gute Einstellung. Ich sehe, wir verstehen uns. Hervorragend. Absolut. Ich bin froh, dass ich wieder Gesellschaft habe. Auf einem Niveau, schaut so an die Herren, das durchaus anspruchsvoll ist, schaut dann so zu John rüber. Auch wenn nicht alle von uns den Stil beweisen, der ihrem Stand zugehörig sein sollte. Also er guckt so ein bisschen so unter seinen makellos zur Seite, so gescheitelten und zur Seite gegelten blonden Haaren, ja, mit dem exakt sitzenden blauen Anzug, der blauen Krawatte, dem weißen Hemd. Guckt so zu John rüber. Ja, der sitzt da halt mit seinem fein säuberlich zwar, aber immerhin, es ist ein Hawaii-Hemd. Alter, Hawaii-Hemd. Ich hätte ihn gar nicht mitnehmen sollen. Er hat halt auch ein Jackett drüber, aber es ist halt immer ein Hawaii-Hemd drunter. Nun, wie dem auch sei. Ich wollte mich noch erkundigen, wie viele von unseren Clansbrüdern sind denn zurzeit in der Stadt? Und überhaupt, wie viele Vampire sind in der Stadt? Das habe ich auch noch nicht erfahren. Ja, in den Unruhen nach dem Verschwinden von Edo ist es ein bisschen durcheinander geraten, fürchte ich. Mhm. Aber von unserer Art mit euch gemeinsam sind wir, denke ich, drei. Geil. Okay. Schön. Da muss ich ja nur noch zwei Ventures diablerieren. Umso besser. Also, wie gesagt, ich freue mich. Aus welcher Stadt? New York, sagten Sie, ja? New York, ja. Eine großartige Stadt. Und Ihr Begleiter? Sacramento. Ja. Entschuldigung. Also ein New Yorker Kollegen können wir hier sicherlich durchaus gut gebrauchen. Ich habe übrigens mittlerweile neue Visitenkarten mit meinem Namen und meinem Postfach und ich werde einen rausziehen und auch ihr geben. Oder nicht ihr geben, sondern auf den Tisch legen und zu ihr so rüberschieben. Schaut so ein bisschen rüber. Klopft dann und es kommt irgendwie ein Bediensteter, der die Visitenkarte von dir nimmt, die zwei Schritte zu ihr rüber macht, ihr die so rüberreicht. Boah, meine Fresse. mit Goldrand. Sehr edel. Geschmackvoll. Ich hätte für die Schriftart vielleicht eine etwas weniger vulgäre genommen, aber naja, Sie sind ja noch jung, oder? Sehen Sie es als die ungestüme Jugend an. Ich bin ein Fan von Helvetica. Ach. Ja.
Das erinnert mich an die frühen Tage. Danke, die kannst du zu den anderen legen. Kann ich gerade ganz kurz sagen, das muss ich dann loswerden. Ich feiere dich dafür, wie du deine NPCs mit ganz, ganz kleinen Stimmsachen differenzieren kannst. Oh. Ich hab so irgendwie das Gefühl, in den transsilvanischen Chroniken habe ich ihren Erzeuger geschaffen. Ja, wer weiß. Ja, ich habe, glaube ich, alles, was ich wollte fürs Erste. Oh, Sie wollen schon gehen. Also, ich überlege gerade noch. Habe ich noch alles irgendwelche Fragen, die ich stellen wollte? Ich kann sie jetzt aber doch so schnell nicht gehen lassen. Wir müssen noch mindestens ein Glas gemeinsam trinken auf unseren großartigen Clan und unsere neue Verbundenheit und auf, dass diese Stadt eine glorreiche Zukunft bekommt, die sie verdient. Ich bin hart. Getränke. Ja, und hier blenden wir kurz aus, ne? Und gehen wieder zurück zu Sam, Ronan und Bruce. Und Andrew und dem Dicken. Sabra, ja, heißt sie, Lucky. Sabra Ortiz. Naja, ich denke, das ist dann ja zumindest besprochen. Ja. Ja. Ich versuche übrigens ein bisschen mehr über die Stadt herauszufinden. Mit ein bisschen Hilfe. Hilfe von wem? Ronan zwinkert Bruce einmal zu. Er würde wirklich nicht merklich irgendwie nicken, andeuten. Da die Menschen hier auch das überhaupt nicht seltsam finden, dass sie den Namen der eigenen Stadt nicht kennen. Ja, das ist eine Sache, die finde ich schon seit Jahren furchtbar. Naja, Bruce weiß es selber nicht und hat lange hier gewohnt. Ja. Also, vielleicht gibt es da irgendwas, das wird aber dauern, die Auswertung. Wie gesagt, und falls ihr oder jemand noch mehr Daten über deinen Verehrer bekommt, kann ich versuchen, ein psychologisches Profil anzulegen. Gut, also ihr verlasst ja die Unterkunft, vielleicht dann auch in verschiedene Richtungen. Ronan und Bruce wollen ja in die eine Richtung. Was wollte Samantha noch machen? Ich wollte eigentlich Ronan das Papier zustecken, oder was? Ja, und ich wollte ihn ja noch fragen, wo ich den Typen am besten absetzen kann. Den noch Lebenden. Ja, dann mach das doch noch kurz. Dann mach mal da. Besten absetzen. Was meinst du mit absetzen? Auf der Straße oder in der Wüste? Nicht in der Wüste. So wie beim letzten Mal. Du hast es schon mal miterlebt. Irgendwo, wo er gefunden wird. Ein kleines Schild des Highways auf jeden Fall. Ist da nicht auch ein Motel irgendwo in der Ecke, ein kleines? Mhm. Aber es reicht schon irgendwo in der Nähe davon oder in der Nähe der Stadt wirklich. Da fahren genug Leute hin und her. Ja, das stimmt. Immerhin ist auch die Grenze. Gut. Kümmer mich drum. Ich mach das schon. Gut. Außerdem fährst du eh nie Auto. Soweit wir wissen, er schmunzelt so ein bisschen. Wobei ich mir den Dicken richtig gut in einem Hammer vorstellen kann. Ja gut, dann vielen Dank für deine Hilfe. Klar. Kannst du vielleicht noch irgendwas tun, dass die Baufirma hier, dass die morgen nicht wieder hier aufschlagen?
Spontan? Boah, schwierig. Es müsste ein Stopp des Auftragsstopp erfolgen. Das kann normalerweise nur der Auftraggeber oder die Polizei. Und über die habe ich noch keine Verfügungsgewalt. Bruce, weißt du, wie viele Autos die haben? Wer? Die Baufirma. Du kennst sie doch. Ich kenne die Baufirma nicht, ich kenne die Polizei. Vielleicht könntest du aber den Sheriff anhauen, dass der die vielleicht ein bisschen blockiert, kannst ja sagen, die Arbeiter haben sich hier daneben benommen oder sowas. Ich weiß nicht. Er könnte ihren Einwanderungsstatus überprüfen. Zumindest sahen sie nicht mexikanisch aus. Vielleicht fällt ihm ja. Ich würde den Truck mitnehmen und den dann da auch irgendwo parken. Vielleicht fällt ihm ja irgendwie. Dann würde ich bei ihnen vorbeigehen und würde gucken, ob sie noch andere Autos haben und die lahmlegen. Aber vielleicht fällt dem Sheriff noch irgendwas ein, wie man die Bauarbeiten für einen Tag oder zumindest stoppen kann. Okay. Ja, bestimmt. Ich kann ihn mal fragen, aber es. Schwarzarbeit. Das könnte klappen. Da verstehe ich hier keinen Spaß. Gut. Wenn es zum Mexikaner geht, ja. Okay. Dann baut die Mauer. Okay, gut. Dann geht ihr alle getrennte Wege. Ich würde Ronan zum Abschied noch die Hand schütteln und dabei ihm das Papierchen zustecken. Mhm. Wie immer eine Freude. Ja, dann würde Blue schon mal zur Tür gehen, also hat vorher irgendwie schon mal sich von Andrew so verabschiedet. Mhm. Gut, dann nach dir. Steht da noch so ein alter Dodge rum? Hat Bruce das gesehen? Dass du ihm was zugeschickt hast? Ja, ich müsste, wenn du das irgendwie verstecken wolltest, können wir vergleichend machen. Irgendwie. Ich möchte das möglichst unauffällig machen. Mir ist es. Ob es Bruce sehen würde, wäre mir eigentlich egal. Mir geht es darum, dass jemand, eine gewisse andere Person, die auch noch da ist, auch wenn man sie gerne vergisst. Dexterity Stealth gegen Wits und Awareness. Also erstmal vielleicht Dexterity Stealth. Ja. Ein Erfolg. Nee, sogar vier, wie ich das würde. Zwei Zehner. Oh, dann habe ich hier einen Würfel nicht auf dem. Ja, dann sind es vier, ja. Dann kriegt Bruce das nicht mit. Okay. Gut. Dann mal los. Ja. Ich mache dann auch so langsam die Tür hinter uns zu. Außerdem, ich muss unbedingt mal deine Anna kennenlernen, der schmunzelt. Ich weiß nicht, ob du das willst. Schaut Ronan rein, was er gekriegt hat? Jetzt gerade nicht. Das wäre jetzt ein bisschen sehr auffällig. Okay, alles klar. Gut, dann beenden wir für heute den Stream an dieser Stelle und schauen dann beim nächsten Mal, was bei Ronan Bruce abgeht und wie Samantha zusammen mit Andrew die Leichen verschwinden lässt und den Typen drapiert und Da schon schief gehen? Und ob Isaiah und John jemals wieder aus dem Ventru-Gebäude rausgelassen werden. Hallo, soll das jetzt heißen hier? Isaiah hat tatsächlich gerade mehr Chancen, da wieder rauszukommen als John, habe ich das Gefühl. Hey, also ganz ehrlich, das muss ich jetzt an der Stelle auch mal einfach sagen, wenn die einfach regelt, dass ich den John austrinken darf, dann ist es schon okay für mich. Ja, und was ist eigentlich mit Dr. Angela? Was macht die? Also beim nächsten Mal, seid bereit.
Hoffentlich. Hat Chat etwas von der Wohnung übrig gelassen? Genau, hat Chat irgendwas von der Wohnung übergelassen? Ja, genau. So viele lose Fäden. Ja, schön. Ja, vielen, vielen Dank fürs Mitspielen. Euch da draußen, danke, dass ihr zugeschaut habt. Hat mir wieder sehr viel Freude gemacht heute. Ja. In 2 Wochen geht's weiter, wenn mich nicht alles täuscht. Und alles klappt mit uns. Und danke nochmal an Rerion fürs Einspringen. Und ja, ich immer gern. Hab hier jede Menge Leute im Chat gesehen, den Lucky, den Srave, den Percy Kane, Dollard Power, wen habe ich noch? Rai Simo. Shintaro. Shintaro hat gerade eben geschrieben. Ah ja, Shintaro, okay, ja. Wen haben wir denn noch irgendwie hier? Das sind immer dieselben, die haben sich irgendwie. Der. Ja. Ich vergesse bestimmt noch ganz viele, die jetzt irgendwas gesagt haben. Danke, danke fürs Schreiben. Danke, dass ihr später noch zuschaut, wenn ihr das auf YouTube guckt. Hinterlasst uns doch einen Kommentar unter dem Video. Oder wenn ihr dann da schon mal seid, ist der Weg zu einem kleinen Däumchen auch nicht weit. Nicht so wichtig wie ein Kommentar, aber immerhin. Ja. Und falls ihr mehr Rollenspiel-Streams gucken wollt, dann schaut doch mal auf dem Nordpol vorbei. Über Feramin läuft die ganze Zeit die Adresse durch. Da gibt es jede Menge tolle Sachen. Wenn ihr auf den Link, nicht auf den Link, aber auf die Adresse eintippt in euren Browser, wird euch zuerst der Eventkalender ins Gesicht springen quasi. Da gibt es jeden Tag mindestens ein Rollenspiel-Stream, in letzter Zeit eher so 2 bis 5, ja, also große Auswahl. Und ja, wenn ich kann ja mal in die Runde fragen, Kako, wann gibt es denn das nächste Mal was von dir oder mit dir zu sehen? Ja, da ist direkt morgen schon was geplant, da leider die Mutantia Null-Runde noch nicht starten kann, das dauert noch ein bisschen. Gibt es am Morgen einen kleinen Ersatzstream bei mir, und zwar leitet der gute Ratch auf meinem Kanal eine Runde Savage Worlds. Dasselbe dann auch am Donnerstag als Ersatz für die Starfinder-Runde, die muss auch leider einmal aussetzen. Und dann das nächste Mal sieht man mich auf dem Kanal von guten Kleis, da spiele ich Symbarum zum ersten Mal, da bin ich mal sehr gespannt auf jeden Fall. Ich verlinke euch auch in dem Infokästchen auf jeden Fall auch den Kanal von Kako. Dann könnt ihr da irgendwie mal dran vorbeisurfen und direkt ein Abo da lassen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Schande über euch, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und ja, dasselbe natürlich für den Rerion auch. Was gibt's denn bei dem das nächste Mal? Oder wo gibt's denn das nächste Mal? Morgen. Beim Mischka geht die kleine Geschichte auf den Waldinseln weiter. Und ich glaube, die halbe Woche hindurch gibt es mich irgendwo zu sehen. DSA gibt es dann morgen mit Rerion zu sehen, ja. Falls ihr wissen wollt, was auf einer Waldinsel passiert mit einem Uthulu, dann müsst ihr dann morgen Mischka gucken. Ja. Genau, also aber auch Rerion hat einen eigenen Kanal, da könnt ihr dann Vampire Dark Ages wahrscheinlich nächste Woche wieder gucken. Oder? Übernächste Woche? Oder? Am 29. Ah, so lange Pause. Aktuell. Okay. Ja, weil der gute Lucky uns auch fremd geht zwischendurch. Ach so. So einer ist er. Okay. Schon verstanden. Okay. Ja. Dann könnt ihr trotzdem dem Rerion mal ein Abo dalassen und die anderen Folgen von vorher gucken, weil sie das noch nicht gemacht hat. Ja. Und Feramin, wann gibt es dich das nächste Mal zu sehen? Irgendwo? Ja, am Dienstag DSA bei einem gewissen Koali. Aha. Okay. Den Kanal verlinke ich euch jetzt nicht, weil das hätte irgendwie wenig Sinn. Spalte DSA nach Erzählregeln. Ja. Okay. Ach sowas, ich glaube, da bin ich auch. Welch Zufall. Das könnte sein, ja. Welch Zufall. Ich weiß aber einen, der ist da nicht, nämlich der Araiguma, der spielt nämlich ausschließlich Vampire V5 bei mir. Das ist richtig. Und doch mal nachzutreten, Lucky's Prelude ist so 3/4 fertig. Also meins ist zu 1/8 fertig, und weil 8 größer als 4 ist, heißt das, ich habe schon viel mehr gemacht. Also
Deshalb Hashtag American Math. Und das kann nur ein Mensch wohl sagen. Ganz, ganz easy, auf jeden Fall. Ja, genau. Ich bin exklusiv hier online bei Quali offline. Bin ich am Mittwoch mit meiner D&D-Runde auf der Arbeit wieder dran. Jetzt wieder Keile. Yay. Okay. Ja, alles klar. Gut, dann schaut euch die ganzen Sachen an. Besucht den Araiguma bei seiner Tischrunde, wenn ihr herauskriegt, wo sie stattfindet. Und fragt ihn nach seinem Prelude. Man kann ihn schon finden, wenn er möchte. Ja. Es ist ein zugangsbeschränktes Gebäude. Noch. Du unterschätzt die Community, glaube ich. Ihr wollt einen Gangrel und Bucher-Raid machen bei uns, ja? Wer weiß. Ja. Okay. Ja, vielen, vielen Dank fürs Mitspielen, fürs Zugucken. Wir sehen uns in Vi Vampire nächste in zwei Wochen wieder. Ansonsten kann ich euch morgen empfehlen, wenn ihr nicht den Rerion zuguckt oder nicht dem Kakko zuguckt, dann guckt doch mal auf den Kanal von Pölle, da spiele ich nämlich einen Prelude für die Baumerat-Kampagne. Und Dienstag und Mittwoch gibt es ein Nerdpool Summer Jam One-Shot, das wurde ja auch schon angeteasert. Am Donnerstag gibt es auch was von mir, nämlich bei Mischka. Am Freitag habe ich noch nichts, also das muss ich noch irgendwie gucken. Irgendwie. Naja. Und ja, es ist eine sehr volle Woche, rollenspieltechnisch. Also ihr kriegt, wenn ihr wollt, viel Koali zu gucken. Naja, gut. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, den Segen der Nacht. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Moment. Zack.